kleine Lache. Wir sind zurück. Welcome. Wir sind zurück. Das ist Axel MV, wir und die Musikwelt. Zack. Aber ihr habt schon gehört, es ist heute nicht nur Axel MV, sondern eigentlich ist es Axel Lena MV heute. Wir haben nämlich den ersten Gast in unserer Podcast- und Videoblog-Reihe, nämlich Lena Belgard. Welcome. Schön, dass du uns besuchst. Wir waren zusammen im Auto unterwegs am Wochenende. Wir können ja gleich mal ein bisschen was über dich erzählen, aber wir waren im Auto unterwegs, haben tausende Kilometer auf das Auto und auf uns selbst geschrubbt. Ich erinnere mich. Und haben über unseren Podcast gesprochen, über was man da so reden könnte. Und da kam ein Thema auf, wo du sofort so viele gute Input-Ideen hattest, dass wir gesagt haben, hey, dann kommst du einfach mal vorbei und wir quatschen direkt drüber. Das Thema heute ist nämlich, älter werden im Musikbusiness, sind wir noch hip oder schon altbacken? Und deshalb haben wir dich eingeladen. Der musste sein. Der musste sein. Aber bevor wir... Schon lange haben geplant, ziemlich geil. Ganz schön fies, ne? Aber wir sind ja alle schon ein bisschen älter geworden. Ne? Ich meine, wir sind nicht mehr irgendwie 30, 20, sondern es geht... trauen wir uns das zu sagen eigentlich? Ich bin jetzt 47, ist krass. So alt bist du schon? Ich bin krass. 47. Ich bin 44. Wie alt bist du, Lena? Darf man das sagen im Fernsehen? Ich bin 37. Du bist 37. Du bist ja gar nicht so alt. Scheiße, ich dachte, du bist falschen Gast eingeladen. Das ist ja gar nicht alt. Ich stehe für hip oder altbacken, ist ja, ja klar. Genau. Du kannst praktisch schon alles erreichen im Vergleich zu uns. Aber jetzt mal vielleicht für die Leute ganz kurz, über uns müssen wir nicht reden, weil wir jetzt schon mehrfach uns hier so präsentieren. Du kommst aus Heidelberg, wohnst genau. In Heidelberg. Was machst du? Also wir kennen uns jetzt über Sing mal einen Song, wo du die Laura vertreten hast die letzten zwei Jahre. Und unser Berührungspunkt ist jetzt auch bei Gregor, wo du auch die Laura jetzt schon seit zwei Jahren quasi vertrittst. Was machst du? Ja, ich Wo kommst du her? Was ist deine Musik und so weiter? Ja, also ich bin hauptsächlich Background-Sängerin, Dienstleister, so wie ihr ja auch. Früher viel im Hip-Hop-Bereich unterwegs gewesen, mit den Orsons und verschiedenen anderen Bands. Orsons, aber das war schon eigene Mucke, ne? Das war eigene Mucke. Also ich habe eigentlich jetzt nie so Cover-Zeug gemacht, sondern ich habe immer mit Bands gespielt, die eigene Musik machen. Und da dann quasi in zweiter Reihe immer die Backing-Vocals angeboten. Und wie hat das bei dir begonnen? Also du kommst ja nicht aus Heidelberg, du bist in Westfalen irgendwo groß geworden, oder wie war das? Genau, ich komme eigentlich, aufgewachsen bin ich in der Nähe von Bielefeld, Detmold, das ist der Gegend. Habe dann aber irgendwann in Holland Musik studiert. Mhm. Irgendwie war ich mich dann natürlich schon immer irgendwie, durch auch meine Familie, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, da habe ich mich dann irgendwann so zum Spaß für ein Musikstudium entschieden. Oder ich habe es probiert, wurde dann auch genommen und so ging das dann eigentlich los. Habe dann erst eine Zeit lang in Münster gelebt, bin dann irgendwann aber fürs Masterstudium an die Popakademie gekommen, nach Mannheim und bin dann hier geblieben. Wann war das? Ich bin 2011 hergekommen. Ah, 2011. Ja, ich bin seit 2008 hier, okay. Ah, okay. Ja, cool. Wo warst du denn vorher? In Aschaffenburg? Ja, Aschaffenburg. Und 2007, 2008 bin ich nach Mannheim gezogen. Ach krass, okay. Ich bin 2001 schon in Mannheim gewesen. Ach, ja, zum Studieren. Ne? Zum Studieren. Ja. Oder 2000. Und dann war ich aber ein paar Jahre mal dann in Speyer nach der Mannheimer Zeit. Und dann war ich in Österreich und bin jetzt erst wieder seit zwei Jahren zurück in Mannheim sozusagen. Ja, krass. Haben wir uns schon ein bisschen zurück nach Mannheim. Ja, knapp aneinander vorbeigerannt. Ja, vielleicht hätten wir zusammen gemeinsam studiert, wären zusammen alt geworden. Vielleicht wären wir auch gleich alt dann. Wow. Ihr habt aber Jazz studiert, ne? Ich habe Jazz studiert, du auch, Frau, ne? Ja, ich habe an der Frankfurter Musikwerkschaft, Frankfurter Musikwerkstatt, Gewerkschaft, ja. Studiert, auch 4,5 Jahre. Das ist so ein staatliches Studium, ja, genau. Und gibt es auch immer noch die FMW, Grüße an alle FMWler. Bin schon lange nicht mehr da gewesen, aber das ist kein Diplomstudium gewesen. Du hast ja praktisch dann in Mannheim studiert, an der Hochschule. Ne? Ich habe das noch gemacht, als es noch Diplom war. Also ich bin jetzt diplomierter Jazz-Saxophonist. Du bist was Besseres oder was? Absolut, wollte ich mit dem jetzt hier mit so sagen. Nee, und dann wurde das umgestellt auf Bachelor, Master. Das war aber noch nach meiner Zeit dann. Ja, aber deswegen bin ich damals nach Holland gegangen. Ich wollte nämlich Popmusik studieren und 2004, als ich angefangen habe, oder 2005, gab es in Deutschland halt noch nicht so viele Optionen. Da gab es die Popakademie in Mannheim, aber da hättest du auch als Singer-Songwriter dich bewerben müssen. Das reine Fachgesang gab es eigentlich so im Popbereich eigentlich fast gar nicht. Deswegen bin ich nach Holland gegangen, weil die dann ja voll die Vorreiter sind. Ne? Und das heißt, du hast dann nicht Jazz studiert? Ich habe wirklich an der Popakademie dort studiert. Ja, genau. Okay. Wie hieß der Studiengang? War das Popmusikdesign oder wie hieß das damals? Das ist einfach Popmusik. Einfach nur Popmusik. Genau. Weil es gab ja auch, in Enschede. Ja. Es gab auch so einen Produktionslehrgang, glaube ich. Das wurde, glaube ich, unterteilt. Ne? Genau. Ja. Genau. Ja.
Genau, und jetzt kreuzen sich seit 2 Jahren unsere Wege und wir sitzen in gemeinsamen Autos und Tourbussen und Flugzeugen nach Afrika hin und her und haben eine sehr gute Zeit miteinander. Ja. Und es gibt aber jetzt ein Thema, wo wir drüber sprechen wollen, was wir gerade schon gesagt haben, älter werden im Musikbusiness, was ja irgendwie wahrscheinlich alle Leute, die schon ein paar Jahre drin sind, sich irgendwann mal fragen, wie geht das überhaupt alles weiter? Wie lange kann ich das machen, was ich gerade mache? Kann man oder muss man da mir irgendwann was, muss man die Weichen vielleicht dann anders stellen irgendwie? Und in deinem Fall ist es ja auch so, du bist Mutter. Das ist sicherlich auch ein Thema, was so Zeitmanagement angeht und sind also, glaube ich, ein sehr vielschichtiges Thema, ja, über das wir jetzt reden können irgendwie. Und ich habe ja so ein bisschen recherchiert, ne? Also ich habe so ein paar Facts. Und zwar habe ich mit ChatGPT ein bisschen gequatscht. Wow. Und ja, mich hat es einfach interessiert. Und zwar, ChatGPT ist ja, das ist ja interessant, das ist ja eigentlich einfach nur ein Abbild vom Internet, wenn man so will. Mhm. Also die Informationen, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und dann ChatGPT gefragt und dann kamen dieselben Antworten eigentlich, die ich auch so gefunden habe. Mhm. Nur ChatGPT ordnet es nochmal ein bisschen anders und es kommen nochmal ein paar andere Sachen dabei raus, das ist interessant. Aber was interessant war, ich habe gefragt, wann die meisten internationalen Musikerkarrieren am aktivsten waren, die letzten 20 Jahre. Mhm. Und da kam dabei raus, dass die meisten professionellen Musiker oder jetzt auch berühmtere Musiker, ich rede jetzt von so einem Überbegriff, Musiker, ne, dass die in den 20er bis 30er Jahren so am aktivsten sind und da meistens den Durchbruch haben. Es gibt aber Ausnahmen. Also es gibt noch, gibt natürlich eine Menge Musiker, die später dann wirklich den Peak hatten ihres Erfolgs. Und das war ziemlich interessant. Da kamen einige bei raus. Und zwar eine Künstlerin war Sheryl Crow, die scheinbar erst relativ spät bekannt wurde. Ich habe eine Menge Notizen gemacht. Hier, guck mal. Und zwar hier, Sheryl Crow. Genau, die mit 31, All I Wanna Do, glaube ich, war damals der Hit. Ah, okay. Der kam mit 31 erst, also relativ spät. Ja. Dann gibt's zum Beispiel Andrea Bocelli, wie nennt man das, Opernsänger, klassischer Sänger, ne? Ja. Der mit 30 erst einen Vertrag bekam und mit 35 eigentlich die Karriere dann losging. Bill Withers mit 35, Ain't No Sunshine, Grammy 1972, war auch relativ spät eigentlich. Leonard Cohen hat das erste Album mit 33 eigentlich erst gemacht. Also Thelonious Monk, der bekannte Jazz-Pianist, Rodriguez, da gibt es ja diese berühmte Story, dass Rodriguez eigentlich schon lange Songs geschrieben hat und dann erst in Südafrika relativ spät, als er wirklich schon, glaube ich, fast 60 war oder so, ist er dann wirklich eigentlich bekannt geworden, als ihn dann wieder jemand entdeckt hat. So, ne? Also es gibt eine Menge Beispiele für wirklich sehr aktive Musikkarrieren, die wirklich relativ spät angefangen haben. Aber grundsätzlich... Zwischen 20 und 30 geht es so meistens erstmal. Meistens. Und danach kommt so ein Punkt, wo sich viele dann so ein bisschen einpegeln auf eine Karriere und da oft auch bleiben. Relativ lange. So ein bisschen ausruhen aus dem, was die vorher gemacht haben, so ein bisschen. Das passiert auch oft. Das nächste, was ich nämlich dann gefragt habe, ist, wann oder beziehungsweise was der Grund ist, warum manche Karrieren dann nachlassen. Oder also, was habe ich da gefragt? Also es gibt zum Beispiel bestimmte Mechanismen, die dazu führen, dass, dass auf Dauer eine Karriere nachlässt. Ne? Und das ist zum Beispiel, wenn Leute die konsistente Qualität verlieren, wenn die Anpassungsfähigkeit nachlässt, die Authentizität sollte natürlich bewahrt werden. Das ist auch manchmal nicht der Fall bei Künstlern. Also das ist alles, was ChatGPT rausgefunden hat. Dann gibt es Kollaborationen, Arbeiten mit anderen Künstlern, die dazu führen, dass eine Karriere auch bleibt oder an einem bestimmten Punkt irgendwie wieder aufgefrischt wird. Die digitale Präsenz ist wichtig, die Live-Auftritte, man sollte natürlich regelmäßig auf Tour gehen, Diversifizierung. Betrachten Sie andere Einnahmequellen neben der reinen Musikveröffentlichung, wie zum Beispiel Lizenzierung Ihrer Musik für Filme, Fernsehsendungen oder Werbespots, Musikvideos, visuelle Inhalte, Zielgruppen, Ansprache, langfristige Perspektive und so weiter. Also ganz interessant, was da rauskam, um jetzt, wenn man seine Karriere so ein bisschen, sagen wir mal, in so einer Planungsebene sieht, auf längere Frist dann auch aktiv halten will. Ich finde, ne? Das klingt aber schon wieder total gegensätzlich, widersprüchlich. Wie soll man authentisch sein, aber sich gleichzeitig anpassen? Ich habe
Das ist auch ein ganz... Ja, ich glaube, der Mut, dass man... Das ist, glaube ich, gemeint auf den Marken, wenn ich es richtig verstehe, dass man jetzt irgendwie guckt, okay, wie kann ich jetzt neue Vertriebswege oder was gibt es für moderne Dinge, wo ich jetzt meine Karriere neu präsentieren kann, zum Beispiel als das Internet kam oder als YouTube aufkam und so, dass man das mitgeht sozusagen. Das hätte ich jetzt so verstanden. Ja, aber das sind ja, jetzt egal, dass das jetzt von ChatGPT stammt, das ist ja jetzt quasi ein Blick auf diejenigen, die aktiv als Solokünstler oder als Band, wie auch immer, eine Karriere verfolgen. Da gibt es ja übrigens auch ganz viele, die mit 27 schon tot waren, ja? Also die sehr früh ausgebrannt sind sozusagen. Ja. Die typischen Club of 27, ne? Wie sie alle heißen, Hendrix und Amy Winehouse und so weiter. Und darüber hinaus gibt es natürlich aber ganz viele Musiker, auch wie uns oder vielleicht auch wie unsere Zuhörer, die nicht berühmt sind, keine Stars sind, nicht unter eigenem Namen aktiv sind. Du hast es gerade bei dir schon gesagt, dass du als Sidewoman sozusagen unterwegs bist. Und auch da stellt sich ja die Frage, wie macht man seinen Job, wie lange macht man diesen Job, wie lange kann man diesen Job machen, wird man irgendwann... unhip, wird man irgendwann nicht mehr angerufen, weil man älter geworden ist? Oder in deinem Fall, wie ist es da konkret? Also du hast Kinder bekommen, das ist ja sicherlich ein Thema, was definitiv die Karriere oder dein Werdegang berufliche Art total beeinflusst hat. Also das war ja eine aktive Entscheidung. Ja, genau. Und dann war für dich klar, wie hast du das damals geplant? Wie lange hast du gedacht, dass du erstmal raus bist sozusagen? Also ich bin Mutter geworden mit Ende 27. Und für mich war immer klar, dass ich auf jeden Fall Familie will und Kinder haben möchte und dass ich das irgendwie beides kombinieren möchte irgendwie. Da war dann echt die große Überlegung, entweder man macht es relativ früh mit den Kindern oder man wartet dann und macht es irgendwie mit Anfang 40 oder so. Ne? Mhm. So, weil ich mir war auch schon bewusst, irgendwie, dass wahrscheinlich so Ende 20 bis Mitte 30 so die Zeit ist, wo am meisten auch passieren kann bei mir irgendwie. Habe mich dann entschieden, relativ früh Mutter zu werden. Was heißt relativ früh? Aber früher als manche andere Kollegen, sage ich mal, oder Kolleginnen irgendwie, die ich kenne, die da sehr damit kämpfen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich möchte Kinder, kann ich es machen? Weil gerade als Mutter bist du halt natürlich noch viel mehr raus. Warum wir dich gefragt haben, einfach um mal die Perspektive, weil es ist ja bei Männern und Frauen eigentlich komplett verschieden. Ne? Ja, total. Das ist, und gerade Frauen, komischerweise gibt es mehr Sängerinnen als Instrumentalisten, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt keine Statistiken, aber es ist, wenn man jetzt... Frauen in der Musik, das sind dann oft Sängerinnen, mit denen wir zu tun haben, aus der Erfahrung raus. Es gibt wenige Bassistinnen, die ich kenne. Mhm. Es gibt Pianistinnen natürlich. Es gibt schon eine Menge, aber in der großen Statistik würde ich sagen, ist es eher eine Minderheit. Ne? Ja. Deshalb trifft man eher auf Sängerinnen. Und da ist klar. Und da kann man jetzt sagen, hey, Gleichberechtigung, Rollenverteilung. Wir leben in einer Zeit, wo man alles gut teilen kann. Aber die ersten Jahre, ich meine, ich habe zwei Kinder, ich habe das jetzt zweimal durchgemacht irgendwie. Die ersten Jahre bist du als Mutter einfach viel präsenter. Ja, allein durch die Schwangerschaft, du weißt nicht genau, wie das läuft und wie die Geburt dann ist, wie fit du danach bist. Also ich habe mich auf jeden Fall darauf eingestellt, dass ich locker 2-3 Jahre so meine festen Bands auf jeden Fall dass ich da aussteige. Und ich hast du in der Zeit Geld verdient? Wenn ja, wie? Also ich habe trotzdem auch mit Säuglingen und so immer noch Jobs gehabt, aber dann eher Studiosachen, wo ich das Kind dann im Tragetuch hatte. Oder Projekte, wo ich wusste, ich habe ein Engagement für eine Woche, da kann ich auch meine Nanny mitnehmen oder meine Mutter oder so. Aber so feste Bands, da habe ich auch nicht pausiert, ich bin ausgestiegen. Weil also ich eben nicht das wusste, das Tourlife habe ich erstmal. Geht nicht. Nee, ich war vor den Kindern auch locker 4-5 Monate im Jahr auf Tour. Also es war echt viel unterwegs. Und da war mir klar, ich auch nicht irgendwem versprechen, ich komme in einem Jahr wieder. Ich weiß es einfach nicht. Deswegen dachte ich, ich bin fair und sage einfach komplett, ich bin raus. Und baue mir danach halt wieder was Neues auf. Ne? Aber du hattest die Möglichkeit, du machst auch viel Studiosachen als Studiosängerin und das konntest du weiter, oder du hast auch weiterhin Angebote bekommen. Genau, das sind ja genau. Dinge, die du nicht aktiv suchst, sondern die Leute kommen auf dich zu. Und das hat weiterhin stattgefunden. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, also ich habe jetzt meine Schwangerschaft nicht extra jetzt verheimlicht oder so, aber ich habe das absolut auch ganz bewusst nicht an die große Glocke gehängt. Ich habe da nichts gepostet, von wegen, ich bin schwanger. Ich habe auf allen Fotos, die gemacht wurden, immer darauf geachtet, dass alles, was gezeigt wurde, dass man meinen Bauch nicht sieht und so, weil ich nicht wollte, dass Leute mich nicht mehr buchen, weil ich Mutter werde. Ja. Ich habe das nämlich oft mitbekommen, wie Kollegen oder Veranstalter darüber reden, die buchen wir nicht mehr, die ist jetzt erstmal raus wegen Kind und so. Mhm. Da wird einem schon so ein Stempel auferlegt, wo ich dachte, das möchte ich nicht. Und ich versuche wirklich zuverlässig zu sein, egal ob mit Baby, ob schwanger, ich versuche wirklich am Start zu sein und beides irgendwie hinzukriegen und habe das dann wirklich auch
ganz spät erst, auch schon nach dem zweiten Kind, irgendwann das erste Mal gepostet, ey, ich bin überhaupt Mutter. Das wussten ja viele überhaupt gar nicht irgendwie. Ne? Ja, das finde ich krass, einen souveränen Umgang damit. Also, ja. Und eigentlich schade, dass man diese Precautions da machen muss, aber finde ich cool, also das, wie, dass du es gemacht hast und auch wie du es durchziehst. Also wir kriegen das ja wirklich mit, wenn wir jetzt sind deine Kinder schon ein bisschen älter, aber trotzdem ist die Verantwortung ja immer noch da. Und wie krass, was das dir abverlangt, weil du jetzt seit ein paar Jahren wieder drin bist sozusagen und jetzt ja auch mit uns, mit Gregor auf Tour oder mit Simon Song und noch anderen Projekten, die du machst, durchaus einen vollen Kalender hast sozusagen, aber das, wie stark das auf jeden Fall deine Karriere eingeschränkt hat erstmal oder wie man da reagieren muss. Ist das eigentlich, interessiert mich jetzt gerade, weil du ja, sagen wir mal, mit Pro-Musik auch relativ viel bewegst, was das Soziale bei den Musikern betrifft oder ja, ganz viel sogar. Ist es vielleicht auch ein Thema, Familienfreundlichkeit und jetzt, ich sage mal so, der Kontext Musiker und Familie, dass das verbessert absolut werden kann? Ja, absolut. Das ist, also bei Pro-Musik gibt es, das ist auf jeden Fall die Tendenz, dass wir darüber uns wirklich dafür einsetzen. Auch so ein Thema Mutterschaftsgeld, KSK, da gab es ja jetzt auch während Corona Schwierigkeiten bei einigen Leuten. Also da gibt es durchaus einige Anknüpfungspunkte, wo Pro-Musik sich stark macht und absolut total wichtig. Ja, ganz, ich meine, es gibt ja überall, gibt's ja, sagen wir mal, Konzepte, um eine Familie oder eine Mutter speziell auch zu entlasten. Ja. Warum gibt es das bei Musikern nicht? Ne? Das ist ja die Frage auch, dass man das, ob man das vielleicht irgendwie, ob es eine Möglichkeit gibt, sowas zu regeln oder. Ich habe wirklich auch nach dem zweiten Kind irgendwie total gesucht nach solchen Hilfen irgendwie, ob es da irgendwas gibt. Ne? Mhm. So gerade wenn man alleinerziehend ist, ist es ja nochmal ein spezieller Fall irgendwie, ne? Weil man die ganze Verantwortung irgendwie dann doch auch alleine trägt, auch finanziell. Mhm. Und ich meine, wenn wir irgendwie Sing meinen Songproben haben, bevor ich da überhaupt eine Gage in Rechnung stelle, wandern bei mir locker 1.000 Euro erstmal schon mal an Nanny-Kosten weg. Ne? Ja, genau. Das ist sowieso von allem, was ich eigentlich an Jobs habe. Das sieht halt, das sieht halt niemand, das sieht kriegt niemand mit. Absolut. Geht immer ein großer Teil weg. Und ich will ja auch nie meckern und sagen, oh Mann, ey, das kostet so viel. Weil dann hat man ja wieder Angst, dass man nicht angerufen wird, wenn jemand rumheult, weil man Mutter ist. Also ne? Aber es ist schon krass. Du hast gerade von staatlichen Dingen gesprochen. Ja. Das ist natürlich ein extrem langer Weg. Ne? Ja. Dass überhaupt mal diese Anerkennung da ist, das ist ein Job. Wir sind, deswegen machen wir auch Pro-Musik. Ne? Das ist einfach, it is a job. Und wir müssen das in die Köpfe von allen kriegen. Was ich aber auch geil fände, grundsätzlich wäre zum Beispiel zu sagen, dass man kann das ja auch privatwirtschaftlich intern regeln. Wenn man sagt, man hat einen großen Topf, das sind 50.000 Euro, das ist die Jahresgage, keine Ahnung, wie auch immer, für ein Projekt und einfach sagt, okay, für diejenigen, die sowas haben. Also es, für mich ist es nichts anderes als Reisekosten, eigentlich. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, der eine kommt, ich bin häufig aus Österreich gekommen und habe dann irgendwie 0,3 Euro gekriegt. Mhm. Das geht von der Gesamtkohle ab sozusagen. Da hat keiner gemeckert, weil ja, man hat keiner gesagt, dann buch doch mal jemanden, der nicht aus Österreich kommt, so ungefähr. Und in dem Fall hätte ich gar kein Problem damit zu sagen, das sind laufende Kosten, die eine Gleichberechtigung herstellen, wenn die von der Gesamtheit übernommen werden. Mhm. Also nur mal so als Denkanstoß. Das ist ein super Gedanke. Fände ich total spannend und ich könnte mir vorstellen, das ist ja unterm Strich nicht viel Kohle. Wenn also du sagst jetzt 1.000 Euro bei einer fast zweimonatigen Produktion sozusagen. Also ich will das jetzt nicht nur auf Sing meinen Song beziehen, sondern so grundsätzlich auf alles. Fände ich zumindest mal, könnte man drüber nachdenken in solchen Situationen, weil dann macht man den Job letztendlich ja auch viel attraktiver für alle Beteiligten und also vor allen Dingen für diejenigen, die eben Kinder haben oder diese Kosten haben. Mhm. Klar, da kann man eine andere Fässer auch noch aufmachen. Also jetzt haben wir viel über Kinderkriegen geredet, das heißt jetzt aber nicht, dass man dafür alt sein muss. Und das Thema ist ja heute älter werden. Das ist ja vielleicht nur ein Teil davon. Wie ist denn grundsätzlich bei euch, habt ihr, das ist so ein Thema, was ich mich jetzt gefragt habe, war euch bewusst, als wir den Job ergriffen haben, als ihr den Job ergriffen habt, ich würde mal sagen beim Studium oder danach, dass das nicht alles so bleiben wird, dass sich da schon im Kopf was verändert über die Zeit, jetzt egal, ob man Kinder hat oder nicht. Mhm. War euch das bewusst oder habt ihr damals gedacht in der Ausbildung, das wird einfach, ich werde die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang das Gleiche machen? Also ich glaube, ich war da total naiv. Ich habe während des Studiums noch überhaupt gar nicht groß an die Zukunft gedacht und was sich dadurch irgendwie für mich entwickelt und wie mein Leben irgendwann mal aussieht. Mhm. Ich habe das damals eher so als Selbststudium, ich habe jetzt Zeit, mich mit der Musik zu befassen, so gesehen und noch gar nicht an die Perspektive gedacht irgendwie. Das kam dann erst eigentlich nach dem Studium, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich studiert, ich habe jetzt meinen Bachelor, ich habe 4 Jahre hinter mir. Was will ich eigentlich machen? Okay, ich bin gerne Backgroundsängerin.
war mir dann aber auch sofort irgendwie im Klaren darüber, dass ich da ein Ablaufdatum habe. Das war mir total klar. Echt? Und das war der Grund, wirklich, warum ich unbedingt noch ein Masterstudium machen wollte. Und da gab es in Deutschland auch noch gar nicht die Möglichkeit, den Master zu machen, bis dann 2011 die Popakademie den ersten Studiengang angeboten hat. Und da habe ich auch ganz bewusst den Schwerpunkt Pädagogik gewählt. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt 45 bin... Unterrichten geht immer. So nach Unterrichten geht immer und klar, an der Musikschule, ich brauche da kein Musikhochschulstudium oder kein Abschluss, kein Masterabschluss. Aber ich habe da schon gedacht, okay, ich habe jetzt vielleicht auch nicht Bock, immer irgendwie in Heidelberg an der Musikschule zu arbeiten. Musikhochschulen wären interessant und vielleicht andere Möglichkeiten oder sogar in die Schule zu gehen irgendwann mal, wer weiß, who knows. Und habe deswegen das Masterstudium dann begonnen. Einfach mit dem Weitblick, was ist, wenn ich 45, 50 bin... Will mich dann noch jemand auf der Bühne sehen? Ja, weil du sagst jetzt Ablaufdatum. Wo liegt das denn für dich? Kannst du das benennen? Ich finde das schwer zu sagen. Ich bin jetzt 37, aber ich fühle mich eigentlich wie 25. Muss ich sagen. Vielleicht halten die Kinder einen da auch jung irgendwie. Ich weiß nicht. Also wenn jetzt neue Projektanfragen kommen für mich als Background-Sängerin, also da denke ich schon manchmal noch, okay, krass, dass die mich überhaupt noch fragen, passe ich jetzt für so einen jungen Act? Ich fühle mich da eigentlich schon fast zu alt. Irgendwie will ich da vorne noch rumdancen und irgendwie poppige Sachen machen, wo ich mich tatsächlich auch schon fast veraltet fühle. Ne? Ja, das kommt jetzt von dir, weil das ist genau so ein Thema. Frage ich mich nämlich auch. Mir ging es genauso. Am Anfang ist man sehr blauäugig, oder ich auch, so wie du es gesagt hast, etwas naiv, in diese Welt reingegangen und man hat ja auch noch gar keinen Plan, was es für Möglichkeiten gibt. Also klar, unterrichten weiß man, wie das ist, weil man das entweder selber schon gemacht hat oder selber in der Situation als Schüler oder Schülerin war. Deswegen, das ist ja klar, was einen da erwartet. Ob das jetzt an der Musikschule ist oder ob das an der Hochschule ist, das kann man ziemlich abstrahieren. Aber wie das Tourleben ist, wie das Arrangieren ist, wie das viel Studioarbeit ist, wie ob man eigene Sachen macht, ob man als Sideman unterwegs ist. Das sind alles Dinge, die konnte ich gar nicht abschätzen damals. Und ich frage mich auch, wenn man so überlegt, müsste man das jungen Leuten an die Hand geben und sagen, guck mal, das ist real life, so kann es aussehen. Ich frage mich, ob das überhaupt in dem Moment auf fruchtbaren Boden fällt, weil man in dem Moment sich diese Fragen vielleicht gar nicht stellt. Vielleicht ist das total uninteressant, dass man sich diese Fragen zu diesem Zeitpunkt einfach nicht stellt, sozusagen. Ja, ich glaube, wir haben ja die Perspektive, dass wir auf unser Leben zurückblicken können, zumindest auf einen großen Teil. Andere sehen halt in die Richtung, okay, was passiert noch alles? Ne? Was kann ich alles aus meinem Leben machen? Und das ist schon interessant. Ich fand es auch immer interessant, wenn jemand so mal rückblickend gesagt hat, das habe ich richtig gemacht, das vielleicht nicht oder so. Mhm. Wobei in meinem Fall, ich kann ja dann auch nur von mir reden, ich habe für mich alles richtig gemacht, glaube ich. So fühlt es sich zumindest an. Ich könnte jetzt nicht sagen, hättest du mal anders gemacht. Klar hätte ich immer mehr üben können, aber das Problem hat jeder. Mhm. Ne? Üben kann man nie genug. Ne? Das, da muss man auch irgendwann mal sagen, okay, ich habe alles gegeben und das ist auch gut so, mehr kann man nicht machen. Mhm. Aber das ist, ja, man kommt in so einen psychologischen Bereich jetzt, ne? Ja. Also, weil man erstens drüber nachdenkt, fühle ich mich zu alt oder bin ich zu alt? Genau, das meine ich, das, was du gerade sagtest, ne? Ja. Das ist einmal die Sache und die andere Sache ist, was kriege ich von außen aufgetragen? Wer von außen behauptet, ich bin zu alt oder wer reagiert dementsprechend auf mich? Als wäre ich vielleicht zu alt für eine bestimmte Sache. Also ich könnte jetzt auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel so eine Band wie Tokyo Hotel jetzt auftauchen würde, da würden die mich auch nicht als Gitarrist fragen. Da wäre ich ein Fremdkörper. Ne? Das ist ja klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Phänomen ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt mit der Zeit älter wird, dass deine Fans, die dich mögen, jetzt sagen wir mal als Künstler vielleicht, ja, der schon ein bisschen bekannter ist, dass deine Fans ja auch mit älter werden. Ja. Wenn man jetzt die Stones anguckt, die Fans, die werden ja auch alle mit älter. So, von daher ist es manchmal auch ein komisches Gefühl, so im Nachhinein so zurückzublicken, denn ich fühle mich eigentlich auch gar nicht alt. Ne? Also ich fühle mich immer noch so, als wäre ich bei 30 stehen geblieben. Und das sagen viele Menschen, die auch 60 sind oder so, die sagen, im Kopf bin ich eigentlich stehen geblieben bei 30, also nicht intellektuell, aber einfach vom Gefühl. Ja. So, ne? Ich fühle mich nicht alt. So, ne? Man merkt natürlich dann, es ist nämlich auch ein Thema dann zum Beispiel auf Tour, das wäre eigentlich so das nächste Thema, worüber man sprechen könnte. Auf Tour ist ja eine bestimmte Belastung vorhanden. Inwieweit schafft mein Körper das im Vergleich zur kognitiven Fähigkeit? Ne? Dass ich jetzt mit 60 noch im Tourbus rumlaufe. Wenn ich fit bin, okay, alles cool. Ich kann das so lange machen, bis ich fit bin, wie ich fit bin. Eric Clapton, ich habe geguckt, der ist jetzt 78. Der ist immer noch auf Tour. Crazy. 78. Also Musik ist zumindest meine Theorie. Musik hält einfach auch jung. Einerseits finde ich, ist das sicherlich auch ein Thema, weil man sich einfach
man bleibt flexibel im Kopf, wenn man Musik macht, also rein das Musizieren an sich, die, weil, glaube ich, das ist einfach ein Gehirnjogging ist oder eine Kombination aus Emotionen und Gehirn, passiert, glaube ich, durchaus viel. Ja. Und das andere aber einfach, weil man ja auch mit Leuten abhängt, weil man einen jugendlichen Umgang hat. Es gibt ja, Nena hat diesen Song Berufsjugendlich, ne? Das ist auch spannend, finde ich. Ja. Das ist, glaube ich, weil wir uns häufig, es ist, das Alter spielt erstmal nicht so eine große Rolle. Mhm. Es ist mir mir persönlich ist vollkommen egal, ob ich mit einem 20-Jährigen auf der Bühne stehe oder einem 70-Jährigen, wenn die Musik cool ist. Ne? Das ist erstmal eine Sache, die ja schon mal, finde ich, eigentlich ermöglicht Musik, dass man da ein ziemlich breites Spektrum abbilden kann. Und häufig ist es so, dass man einfach ältere Menschen trifft, die super hip und super cool sind, mit denen man per Du ist, was vielleicht in anderen Bereichen nicht passieren würde, jobmäßig. Mhm. So, das finde ich erstmal cool. Mhm. Stimmt, aber man wird nie gesiezt. Man wird nie gesiezt in dem Business, ne? Ja. Wann siehst du irgendwen? Auch wenn du jetzt einen Star triffst, du siehst den doch nicht. Ich finde das halt auch jung, dass man eigentlich immer sich immer duzt irgendwie. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Als doch. Lehrer, wenn du Lehrer bist, wirst du eher mal gesiezt. Ja, ne? Oder in allen Berufen, wenn ein Chef mit dir redet oder so. Ja. Hier duzt man sich von Anfang an. Das gibt einem auch immer das Gefühl, ich bin auch gar nicht erwachsen. Und vielleicht leben wir in der falschen Welt. Vielleicht sind wir einfach irgendwie komplett. Ja, aber diese körperliche Belastung, was du angesprochen hast, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist auch was, was ich bei mir selber festgestellt habe. Ich habe früher eine Booking-Agentur gehabt und habe viel gebookt, meine eigenen Sachen auch gebookt, meine Bands gebookt. Und da haben wir dann teilweise schon irgendwie, was weiß ich, 100, 120 Gigs im Jahr mit dem Sprinter gefahren. Ne? Mit selber einladen, ausladen, wie man das halt so macht. Ne? Ja. Und dann bin ich den Sprinter gefahren, habe noch die GEMA-Abrechnung gemacht und Vollgas. Ne, und dann auch noch ein Bier getrunken nachher. Also so. Eins oder zwei. Ja, manchmal auch mehr. Aber da war es zum Beispiel so, nach so einem 4-Gigs-Wochenende. Du bist ja gar nicht so der Trinker, ne? Fällt mir gerade auf. Du bist ja relativ brav eigentlich. Ich bin relativ brav, aber ich bin auch kein Kostverächter, sagen wir es mal so. Also wenn, Whisky ab und zu mal. Ne? Ja, aber auch nicht so häufig. Also. Aber ja, ich stelle fest, es wird sogar auch weniger bei mir, muss ich auch sagen. Also, ich kann gar nicht so viel. Ich würde, also jetzt mit meinen 60 Jahren würde ich, glaube ich, einfach direkt aus dem Turbus rausfallen. Wenn ich ja, aber was ich sagen wollte, es gab eine Zeit, so in meinen 20er bis so mit 30er Jahren, würde ich mal sagen, wo wir einfach die krassen Kilometer gerissen haben mit der Karre und dann abends noch ausladen und dann sonntagabends irgendwie tot ins Bett. Hm. Aber ich bin am Montagmorgen ganz normal aufgestanden, habe sofort weitergemacht und irgendwie gebuckt und geübt. Und mittlerweile ist es einfach so, ich merke, ich bin nach 4 Tagen im Sack und muss einfach mal auch mal einen halben Tag pennen. Brauchst mal einen Tag so. Guck mal, das letzte Wochenende. Das letzte Wochenende. Ja. Ich brauchte echt einen Montag wirklich, um wieder klarzukommen. Ja. Der Körper braucht länger zum Regenerieren. Also wir haben jetzt für uns, wir fahren diesen Sommer mit Gregor nicht im Nightliner, aus verschiedenen Gründen. Einerseits sind Nightliner durch Covid wahnsinnig teuer geworden. Das ist ein Thema. Und wenn man dann mal so ein paar Off-Days dazwischen hat, wenn es keine durchgängige Tour ist, ist es eben manchmal nicht so ganz sinnvoll, finanziell gesehen, mit dem Nightliner zu fahren. Und wir hatten jetzt mal so ein Wochenende, was ein bisschen crazy war, weil wir, wo haben wir gespielt? Wir haben irgendwo im Sauerland in Attendorn gespielt. Attendorn, Oelde, Tuttlingen, ganz im Süden und dann zurück nach Marburg. Genau, also Tuttlingen war so ein Ausreißer, das waren irgendwie 700 Kilometer oder keine Ahnung was. Und das sind wir dann im Auto gefahren. Und dann war es heiß und dann ist ja dann, man kommt an und macht Soundcheck und spielt den Gig und ist dann auch erst um 2 im Bett so ungefähr und dann fährt man wieder zurück. Also das ist ein Thema, was auf jeden Fall in die Knochen geht. Und ich war damals, als es angefangen hat mit dem Nightliner-Touren, war ich total erleichtert sozusagen, weil ich so gemerkt habe, das ist zwar auch sehr anstrengend, aber es ist nicht so anstrengend wie das, was ich vorher gemacht habe. Und da muss ich jetzt in meinem Kopf schon sagen, ich habe nichts dagegen, jetzt mit Autos zu fahren, Sprinter und so weiter, aber ich merke schon, dass das nicht so anstrengend ist, wenn man im Nightliner sitzt. Oder? Man ist eher müde, weil man vielleicht mal nicht ganz so fest tief geschlafen hat im Bus, wenn man nicht so, manche Leute können ja total gut schlafen im Tourbus. Bei mir ist, ich wach ständig auf und ich merke dann, dass ich nach 3 Tagen wirklich müde bin und ich mich irgendwann zwischendurch nochmal hinlegen muss. Aber dann hat man ja auch mehr Zeit. Ja, ne? Dadurch, dass du mit dem Tourbus ankommst morgens, hast du dann mittags vorm Soundcheck vielleicht nochmal eine Stunde oder so dich hinzulegen oder nach dem Soundcheck. So. Das geht halt mit dem Sprinter gar nicht mehr. Da ist man halt nur auf der Autobahn. Aber würdet ihr jetzt sagen, ich meine, wir haben ja alle, jetzt würde ich mal sagen, ähnliche Erfahrungen mit dem Tour-Life auch.
würdet ihr sagen, dass ihr euch das vorstellen könnt bis zum Rentenalter, wenn man jetzt mal auf, wenn es überhaupt für uns eine Rente gibt und wenn überhaupt, ich gehe in Rente mit 65 oder mit 63, wie auch immer, als Musiker, könnt ihr euch vorstellen, das bis 65 zu machen, im Nightliner zu touren, wie wir es jetzt gerade tun? Ich würde klar ja sagen. Es sei denn, die Gesundheit spielt nicht mit, aber eben, ja. Wenn man jetzt nicht irgendwie mega krank wird oder so, kann ich mir das total vorstellen. Okay. Wenn man fit ist, ich meine, es gehen ja Leute, die 70 sind, noch irgendwie auf Mount Everest. Also höchst fragliche Situation, aber ich mein, vielleicht gehen wir auch mit zusätzlichem Sauerstoff irgendwann auf die Bühne. Müsste man mal checken, Reinhold Messner. Ich weiß nicht genau, der macht, glaube ich, hat noch sehr lange, ziemlich krasse Aktionen. Ja, klar. Ich meine, das ist eine Ausnahme, Reinhold Messner ist Reinhold Messner, der ist so ähnlich wie Chuck Norris. Aber es ist einfach eine Frage, wie fit man ist, ne? Und wie fit man sich auch hält. Ja. Ich meine, wenn man jetzt, sagen wir mal, da haben wir wieder das mit dem Alkoholthema, wenn man da, oder drogenmäßig, wenn man da natürlich Vollgas gegeben hat, dann wird man ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Muss aber nicht unbedingt an Alkohol liegen, kann auch was anderes sein. Ne? Ich meine, klar, wenn jemand einfach irgendwie krank wird oder so. Und, aber wenn man gesund und fit bleibt, keine Ahnung. Also Eric Clapton, 10 Jahren nochmal drüber 78. Reden. Genau. Also ich finde, schwierig zu sagen, ja. Also der körperliche Aspekt ist ja eine Sache. Ja. Ich finde, ich frage mich halt eher, ob ich das psychisch aushalten würde, bis ins Rentenalter diesen Job so weiterzuführen. Mhm. Ich finde, es macht nochmal einen Riesenunterschied, ob du jetzt zum Beispiel fest in einer Band bist. Du weißt, dass dieser Künstler, das ist ein Künstler, mit dem man alt werden kann, weil seine Musik wahrscheinlich auch in 15 Jahren immer noch zeitlos ist und gehört wird. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja, aber ich meine, je nachdem, wo du gerade drin sitzt, in welchem Boot. Ja. Ne? Ich zum Beispiel, ich bin viel Sub, ich bin total viel Vertretung irgendwie. Das heißt, ich muss mich ja immer alle paar Jahre neu irgendwie sozusagen wieder das Feld räumen, jemand anders kommt wieder, was ich auch super cool finde. Man kann natürlich dann auch viele unterschiedliche Erfahrungen machen und mit vielen Künstlern arbeiten und so. Aber ich frage mich, ob ich mit 50 wirklich noch so das Selbstbewusstsein habe, überhaupt zu sagen, und jetzt steige ich wieder neu irgendwo ein und ob ich mich da schneller zu alt fühle, als wenn ich wüsste, ich bleibe mein Leben jetzt lang bei Gregor Meile. Das ist auf jeden Fall ein Künstler, mit dem man, glaube ich, gut alt werden kann. Wäre ich wahrscheinlich entspannter und würde sagen, ja, da kann ich mir vorstellen, mit 65 noch mit auf Tour zu gehen. Oder ich muss mich jedes Mal wieder neu beweisen, jedes Mal neu versuchen anzukommen. Das finde ich, macht nochmal einen riesen Unterschied. Ja, man will vielleicht dann doch, auch, das ist auch so ein Ding des Alters, dass man irgendwo ankommen will, ne? Und irgendwo settle down. Ja, und wenn du jetzt deinen Platz gefunden hast, sag ich mal, ne? Und das hat jetzt wirklich Perspektive, kannst du ja ganz anders entspannt alt werden, sag ich mal, ne? Ohne jedes Mal zu denken, ich muss wieder zeigen, ich kann mithalten mit den Jüngeren. So, ne? Das ist individuell, ne? Je nachdem, wie man drauf ist halt wahrscheinlich. Ja. So, ich fand auch ein Thema, weil du es jetzt gerade sagst, mit Gregor kann man altern. Ich habe mir das bei manchen Situationen auch, habe ich mir die Frage gestellt auf der Bühne, meistens ist es so, wenn ich auf der Bühne stehe in der Situation, dass es ein gesetzteres Publikum ist. Ich spiele ganz selten vor Teenies oder vor Kindern. Ne? Ja. Das ist total selten. Aber wir haben mal einen Gig mit Sing meinen Song gespielt, da warst du nicht dabei. Eins von den ersten Live-Dingern, das war so eine etwas kleinere Veranstaltung in Berlin. War so ein Radiokonzert, glaube ich. Und da war Mark Forster dabei. Das war so die Staffel, wo der Mark auch da dabei war. Und da waren ganz viele junge Leute da, weil natürlich er und auch andere aus dieser Staffel auch durch ihre Fernsehpräsenz bei The Voice oder The Voice Kids auch zum Teil einfach junges Publikum haben. Ja. Und die standen vor der Bühne und haben so rumgekrischen und ich dachte so, okay, das ist für mich jetzt neu und das ist auch natürlich super, jungen Leuten einen geilen Abend zu bereiten oder überhaupt diese Live-Erfahrung für junge Leute. Aber ich habe so gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Publikum. Und die reagieren auch auf Dinge, auf was auf der Bühne passiert, die finde ich gar nicht spannend. Weil für mich ist es musikalisch, wenn es irgendwie dramaturgisch, wenn was Geiles passiert oder wenn der Text gerade cool ist. Oder also das sind Dinge, wo ich mich dann freue, wenn Publikum reagiert. Aber nur wenn jemand, ich sage jetzt mal, also ist überhaupt keine Kritik an Mark Forster, aber wenn der seine Mütze verschiebt, dass die Kids schreien. So, ne? Was, dann habe ich gesagt, okay, da bin ich zu alt. Ich bin in dem Moment, und das ist für mich die nächste Frage, nämlich, wenn man jetzt Musik macht, komponiert, schreibt, dann ist man ja wahrscheinlich, guckt man 10 Jahre später zurück und denkt, okay, den Song, den will ich eigentlich gar nicht mehr singen. Weil das, was ich damals geschrieben habe,
meistens vielleicht textlich, aber auch, kann ja auch bei Instrumentalmusik sein, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie, da bin ich total drüber hinweg. Das ist überhaupt nicht mehr cool. Das wäre zum Beispiel eine Frage für mich mal an Mark Forster. Wie ist denn das bei deinen ersten Songs oder bei den Dingen, wo jetzt nur Kids das gehört haben? Klar, die werden auch älter. Kommen die dann noch zu den Konzerten? Wie fühlt man sich selber? Will man mal irgendwie andere Aussagen treffen? Will man zum Beispiel mal irgendwie was Politisches machen? Oder will man sich weiterentwickeln? Ist das auch ein Prozess des Älterwerdens? Oder bleibt man auch dann, dass man so weiß, okay, ich habe meine Zuhörerschaft, das sind die Jungen, kann ich die noch bedienen, wenn ich 10 Jahre älter bin? Kommen die dann überhaupt noch? Das ist bestimmt eine Frage, die sich viele Künstler stellen. Ich meine, wie ist es mit deiner Hip-Hop-Band? Die ist doch immer noch unterwegs. Die sind immer noch unterwegs. Und die sind ja auch alle jetzt wahrscheinlich so Richtung 40 oder sowas. Genau, oder schon über 40. Und die machen, hast du da was gemerkt, dass die jetzt andere Sachen machen? Oder gibt es da eine Veränderung? Ja, die Orsons, das ist eh so ein Phänomen. Wenn du die auf der Bühne siehst, da denkst du nicht an Alter und wer ist jung und wer alt. Die haben einfach Energie und die wird, glaube ich, auch in 20 Jahren noch funktionieren, weil die einfach geile Texte schreiben. Und auch, die haben immer einen sehr eigenen Sound gehabt. Deswegen weiß ich nicht, ob die sich jetzt so mega anpassen. Also jetzt, wenn ich habe an diesem Anpassungsthema, wo wir drüber gesprochen haben, schon sehr auch an Sounddesign und so gedacht irgendwie, ne? Weil viele natürlich dann auch denken, okay, ich muss meine nächste Platte jetzt ein bisschen moderner machen, wie auch immer. Die sind für mich auf jeden Fall echt so ein absolutes zeitloses. Das ist aber genau, das ist, finde ich, das Schöne an Musik machen, dass man zu einem Konzert gehen kann und vielleicht sein Alter auch mal vergessen kann, ne? Für ein, zwei Stunden. Nicht, dass das Alter immer ein Problem darstellt. Ist auch immer die Frage, wie man selber damit umgeht, ne? Wie alt man sich fühlt oder wie alt man auch wirklich ist. Aber auf einem Konzert, finde ich, funktioniert das oft, dass man das ausschalten kann. Man ist einfach als aktiver Ausübender als Musiker. Zuhörer und eigentlich auch als Musiker. Okay, ja. Ich habe so, wenn ich wirklich in der Musik bin und wenn ich wirklich im Moment bin, dann ist es mir egal, wie alt ich bin. Also du redest gerade von dir als aktiver Musiker auf der Bühne oder als Publikum? Eigentlich beides, weil wenn ich unten stehe, ich kenne ja die Situation auch, wenn ich zum Konzert gehe und dann wirklich dem Künstler zuschaue und dann im Moment bin, dann ist es ja so ein man teilt ja so einen Moment mit Band und Publikum und als Kollektiv und ich finde, da kann man das, glaube ich, auch ganz gut ausschalten, finde ich, je nachdem. Also keine Ahnung, ich glaube schon, dass das ein Effekt ist, dass man das dann, dass da nicht ums Alter dann geht, irgendwie so ein bisschen. Also wenn man jetzt in anderen Jobs zum Beispiel, jetzt im Bereich Models oder so, oder Fotografie, weiß ich nicht, vielleicht ist da eher was, wo man drüber nachdenkt, wie man sich jetzt stylen muss oder so. Ich weiß nicht. Als Background-Sängerin trotzdem immer noch mehr als Instrumentalist. Ja, auf jeden Fall. Also man ist ja trotzdem auch ein bisschen mehr immer noch Gesicht des Künstlers, sozusagen, wenn man in zweiter Reihe steht. Und also, ob da jetzt ein Saxophonist steht, der jetzt graue Haare hat, komplett zum Beispiel, oder eine Background-Sängerin. Ich habe gar keine Haare mehr, zum Beispiel. dürfen wir? He did it. Also ich hab viele Haare, aber die sind auch grau. Ja, aber als Sängerin, wenn du da komplett ergraut stehst, ist es schwieriger. siehst du, was will die schrumpelige Rosine da? Ja, genau. Da ist man viel strenger. Es ist einfach so. Ist unerträglich. Also, eigentlich dürfen wir gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Ich bin jetzt 37, also ich hoffe, dass ich noch 10 Jahre... So, okay, weiter du hast jetzt mal, das hast du gesagt, 10 Jahre. Eben hast du gesagt, Halbwertszeit. Das sind ja also Gedanken, die da sind. Ne? Dann bist du 47. Ja. Du bist jetzt 47, okay. Und dann hoffe ich. So alt bin ich jetzt. Eigentlich bin ich jetzt quasi. Ja. Schau mich an. Was ist aus mir geworden? Amazing. Für mich gibt es noch eine weitere Frage. Ne, aber schon mal ganz kurz. Du bist 47, aber du bist seit 10 Jahren auch mit einem Künstler treu unterwegs, ne? Das ist. Unter anderem, stell ja. Stell dir vor, du würdest jetzt trotzdem immer nur so eine Tour mit einem Künstler machen und das Gefühl. Hoffentlich ruft der nächste Künstler mich für die nächste Tour an. Ja, ich weiß nicht, ob du dann so entspannt wärst. Also ich mache schon andere Jobs auch nebenher, aber die sind auch, sagen wir mal, so vom Zielpublikum ähnlich angesiedelt. Ne? Ja. Und dann spiele ich ab und zu mal ein paar Cover-Gigs. Da ist es ja sowieso egal, weil man nicht auf eine Zielgruppe festgelegt ist. So, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Teenie-Band gehabt hätte, weiß ich nicht. Klar, da kommt wieder das Ding, dass das Publikum auch mit älter wird oder so. Das ist einfach irgendwas schwierig zu sagen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man jetzt irgendwie als Sub irgendwo reinkommt, dann gucken jetzt jüngere Bands wahrscheinlich schon, oh Gott, der ist aber wahrscheinlich zu alt für uns. Ja, genau. Also das bestimmt auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem auch, es ist immer eine Frage auch von, was ist man für ein Typ? Also wahrscheinlich würden wir jetzt nicht für eine Teenie-Band angerufen werden, das ist schon klar. Ja? Aber ich glaube,
es ist mal, also ich habe auch Leute erlebt, wo es vollkommen wurscht war, dass der Mitte 50 war und ich war Mitte 20. Mhm. Das war einfach ein cooler Typ. Ja, einfach ja, ein geiler, auch ein Charakter auf der Bühne. Ja. Und ich glaube, das ist dann schon nochmal, das wiegt nochmal schwerer als das Alter. Wie, ja, wie man einfach rüberkommt, was man auch für eine Performance auf der Bühne hat, ob man ein hochenergetischer Typ ist oder ein zurückhaltender Typ. Ich glaube, das sind auch die Beweggründe, warum man vielleicht in bestimmten Projekten landet. So nur einfach Sneaker an, Cap auf. Ja, berufsjugendlich. Genau. Ja, ich meine, das kann auch albern kommen. Ne? Ich meine, auf der einen Seite willst du ja sagen, ich bin, was ich bin, ich stehe zu dem und ich bin, sagen wir mal, authentisch in meinem Kontext unterwegs und fühle mich damit auch wohl und so. Ne? Das ist ja eigentlich so das Ziel, glaube ich, dass man einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt halt die Musik, die zu mir passt, auch jetzt im optischen Sinne. Mhm. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie eine Baseball-Cap aufziehe und mich anziehe wie jemand, der gerade aus der Schule rausgekommen ist. Es macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch in dem ruht, was man so darstellt. So. Oder wenn man zumindest eine Erkenntnis dessen hat oder ein Gefühl dafür hat, was ich nach außen hin ausstrahlen könnte oder ausstrahle. Ne? Ich glaube, das gibt auch viel Ruhe und viel Sicherheit, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht und nicht versucht, jemand anderes zu sein. Ich glaube, das ist mir peinlich. Also, aber habt ihr denn einen Plan B fürs Altwerden? Ja, da wollte ich eben auch drauf hinaus. Ach so, genau, also weil ich finde, es gibt... Gute Frage. Ja, es ist einmal eine gute Frage. Du hast jetzt gesagt, du bist irgendwie jetzt 10 Jahre treu mit einem Künstler unterwegs, was ja aber nicht nur, du hast schon gesagt, es gibt noch 1000 andere Sachen. Bei mir ist es ja auch ähnlich. Ich habe auch so ein paar Baustellen, die ich langfristig tue. Selbst wenn man das aber macht, dann merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, jetzt habe ich nur diese 2, 3 Dinger. Was ist denn, wenn davon mal eins nicht mehr stattfindet? Was passiert dann? Habe ich dann kein Geld mehr? Muss ich mir irgendwie einen neuen Bereich suchen, ein neues Fass aufmachen irgendwie? Mhm. Und das muss ich zumindest, oder kann ich von meiner Seite so beantworten, dass ich finde es schon entspannend, zu altern dahingehend, dass man sagt, ich habe mehrere Pferdchen im Stall oder mehrere Eisen im Feuer. Da gehörst du wahrscheinlich aber sowieso voll zur Ausnahme, sage ich mal. Ne? Also, wieso? Ne, ja. Naja, gut. Du hast also, schon echt, du bist sehr breit aufgestellt. Also. Ja, aber ich meine, du kannst auch sagen, ich habe eine Coverband, ich habe einen Unterrichtsjob und ich habe nochmal ein Jazzprojekt oder wie auch immer. Ne? Mhm. Es gibt, ich glaube, die wenigsten von uns machen nur ein Ding. Mhm. Viele sind breit aufgestellt. Bei mir ist jetzt diese Flipper-Thematik noch dazugekommen, diese Flötenfirma, die ich gegründet habe während Covid, was mittlerweile tatsächlich auch im Alltag ein bisschen Zeit einnimmt, wo aber auch Einnahmen stattfinden. Mhm. Und ich muss sagen, dass mich das noch ein bisschen mehr entspannt hat. Das glaube ich. Dass ich einfach, das ist zwar eine krasse Verantwortung, auch mit irgendwie Geld zu hantieren, das ist einfach eine Firma mittlerweile und Anwalt und Steuerberater und bla bla bla, ist also nochmal echt viel zu tun und auch viel handwerklich zu tun, also zeitmäßig. Aber was mich entspannt, ist, dass ich einfach weiß, ich sitze da nicht doof zu Hause rum, wenn ich keine Gigs habe oder wenn mir nicht mehr einfällt, was ich noch üben soll, so ungefähr, und warte, dass das Telefon klingelt, sondern man hat vielleicht noch ein weiteres Standbein, wo man einfach weiß, okay, da ist es egal, wie ich aussehe, ob, ne, wie alt ich bin, solange ich das körperlich machen kann, kann ich mit sowas auch noch Geld verdienen, sozusagen. Also ferner von der Musik, zwar hat es was mit Musik zu tun, aber es ist ja eigentlich eher Management und Verkaufsstrategien. Irgendwas, und, was auch wenn nicht mit Live-Performance. Mit Live-Performance. Das hat nichts mit Live-Performance zu tun, genau. Mhm. Genauso war es oder wäre es für mich auch, ich könnte mir gut vorstellen, auch irgendwann mal wieder ins Booking zu switchen, weil ich das ja auch jahrelang gemacht habe. Da bist du schon sehr breit aufgestellt, würde ich mal sagen. Du bist einer von denen, die wirklich auch am Telefon fit sind und Sachen verkaufen können. Du bist jetzt niemand, der, sagen wir mal, sich hinter anderen versteckt, sondern du gehst auch straight drauf zu und sagst, das ist Sache und so, kannst kommunizieren. Ich glaube, da ist ja auch nicht jeder gleich. Ne? Es gibt natürlich auch Menschen, die sind eher zurückhaltend, schüchtern und so. Und die finden vielleicht in einem anderen Bereich statt oder so. Wenn man mehrere Talente hat, ich glaube, das ist auch wichtig für jüngere Leute. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man versucht, ein bisschen, so wie so ein Equalizer, schon versucht, mehrere Sachen gleichzeitig nach vorne zu bringen. Ne? Ich glaube nämlich auch, dass es eine gewisse Zeit wirklich nur gibt, wo man sehen kann. Also sehen kann. Versteht ihr? Ja. Ich habe zum Beispiel ausgeführt, ich bin jetzt 37, ich weiß nicht, wie viel Energie und Zeit mir noch bleibt, schön zu sehen. Output. Oder ob ich jetzt schon in der Zeit bin, wo ich nur noch ernte. Von dem, was ich irgendwann mal
gemacht und angefangen habe. Wisst ihr, was ich meine? Verstehe. Naja, ich meine, es gibt ja diese Behauptung, dass das Gehirn irgendwann auch nicht mehr so fit ist. Aber das ist, hat man, glaube ich, widerlegt. Also das Gehirn ist sehr formbar. Also ich bin immer der Meinung, dass man, egal wie alt man ist, ne, relativ effektiv trotzdem neue Sachen lernen kann. Mhm. Es gibt ja, das ist so eine kontraproduktive Behauptung, glaube ich, so ein Mythos, dass man sagt, so ab 40 lernst du, bleibst du, wie du bist und lernst eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber... Nee, ich meine gar nicht unbedingt, dass man dann nicht mehr im Kopf irgendwie so, so fit ist, sondern eher die Möglichkeiten dieses Rumprobierens, dieses Ausprobierens. Irgendwann hast du halt vielleicht dein Haus, du hast vielleicht, du bist in vielen Dingen einfach eingeschränkter, nicht mehr ja, das auf jeden nach Fall. Links und rechts zu gucken und irgendwie zurückgehalten zu werden, sondern du kannst einfach machen, was du willst. Es wird, je älter man wird, hat man irgendwelche Sachen. Es sei denn, vielleicht hast du keine Kinder, aber du hast einen Hund oder was auch immer. Irgendwas schränkt dich mit der Zeit immer mehr ein. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, diese Zeit des Säens, dass das halt langsam schon ans Ende kommt und ich dann nur noch von ernten kann, von dem, was ich irgendwann gemacht habe. Die Frage ist ja auch, ein gewisser Punkt ist für mich auch die Zufriedenheit. Ne? Ja. Wo ist man zufrieden mit dem, wo man gerade steht? Und Zufriedenheit kann sich ja definieren über, ich habe viele Gigs oder ich mache viel musikalisch, was mich ausfüllt. Mhm. Zufriedenheit kann aber auch sein, ich habe ein geiles Privatleben, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ich habe einen Hund oder so. Ne? Mhm. Und viele von uns haben vielleicht Dinge noch nicht erreicht, die sie gerne erreichen möchten. Die haben noch kein Haus, haben noch keinen Hund, keine Kinder, wie auch immer. Was einem vielleicht fehlt oder was man noch gerne hätte. Und das sind vielleicht auch so Themen, wo man sich so fragt, wie ist denn das jetzt? Jetzt bin ich an dem Punkt, du bist 37, ich bin 44, habe ich eigentlich schon eine Rente? Muss man sich solche Gedanken machen? Mhm. Muss ich jetzt echt Gas geben? Also für mich war zum Beispiel ein Punkt, vor Covid, kann ich mich erinnern, 2018 war ein Jahr, was knallvoll war. Da habe ich irgendwie 5 oder 6 Tourneen gespielt, die haben alle super geil ineinander zeitlich gepasst. Ich musste kaum mit Subs hantieren, sondern es war alles so geil, alles voll und noch irgendwie Studiojobs und den Sing My Song war auch noch gemacht. Das war irgendwie so ein Jahr, wow, alles am Start. Mhm. Und das war dann auch wirtschaftlich gesehen für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mehr als das, was ich jetzt in diesem Jahr verdient habe, kann ich wahrscheinlich nicht verdienen mit dem, was ich mache. Mhm. Ich könnte jetzt noch mehr komponieren, schreiben, über Tantiemen mehr Geld verdienen. Das ist in meinem Fall nicht viel. Bei mir ist es schon eher das Ausüben, mit dem das Geld verdient wird. Und da war so ein Punkt, was ich gemerkt habe, okay, das verdiene ich halt, wenn ich ein Jahr lang Vollgas gebe. Mhm. Und dann kommt ja auch noch die Steuer, wo man sich dann fragt, okay, jetzt habe ich vielleicht einen Punkt überschritten. Mhm. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, noch mehr zu verdienen. Mhm. Sozusagen spiele ich dann doch lieber 20 Gigs weniger, um weniger Steuern zu zahlen. Also jetzt mal, weil es alles von deiner Manpower abhängt. Wenn du jemand bist, der 500 Menschen hat, die für ihn arbeiten, ist das natürlich dann... Du kannst ja nur so viel machen, wie du schaffst. Genau. So klar, ne? Aber was ich sagen wollte, das war einfach ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mehr ist es nicht mehr. Bis dahin ging es in meinem Leben, musikalisch gesehen, immer langsam bergauf sozusagen. Mhm. Und die Gagen wurden etwas besser, beziehungsweise es haben sich so Dinge ergeben, die für mich inhaltlich spannend waren. Und wo ich dann einfach gesagt habe, 2018 war so bis dahin, die letzten Jahre waren so, wow, okay, das war echt viel und hat auch Spaß gemacht. Und warst du zufrieden? Ich war schon zufrieden mit dem. Es hat mich total, musikalisch gesehen war ich da sehr zufrieden. Aber gleichzeitig hat man natürlich dann auch privat gesehen, okay, da bleibt nicht so viel Zeit, wenn ich so viel beruflich mache. Mhm. Aber ich wollte jetzt darauf hinaus, auf das Finanzielle. Ich habe gemerkt, es wird nicht mehr. Mhm. Ich kann wahrscheinlich nochmal 2.000 mehr verdienen im Jahr, aber that's it. So. Und dann weiß man, das ist so ungefähr die Summe. Und wenn ich so viel mache, verdiene ich so viel. Kann ich jedes Jahr überhaupt so viel machen? Und ich habe schon gemerkt, okay, das wird dieses Level mit 6 Tourneen, das kann ich nicht machen, wenn ich mit 50 bin. Das schaffe ich einfach energetisch nicht mehr. Mhm. Trotzdem ist noch nicht so viel Geld auf dem Konto, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann und die Hütte abbezahlt habe, so ungefähr. Ne? Ja. So, im Gegenteil. Also, und ich glaube, es geht vielen von uns so, dass man eben mit Mitte 40 dasteht und eben kein Haus hat und noch das Auto abbezahlt und so weiter und sich dann einfach überlegt, okay, wann kann denn mal der Punkt kommen, wenn man dann andere Freunde hat, die nicht Musiker sind zum Beispiel, da gibt es viele, die einfach in dem Alter 2 Kinder haben und das Haus ist noch nicht abbezahlt, aber es ist zumindest mal schon... In Sicht auf jeden Fall. Ne? Genau, es ist, glaube ich, in unserem Job, das kann auch ganz anders sein, wenn man irgendwie anders geplant hat, aber ich würde schon sagen, dass viele von uns
schon in dem Alter sind, dass sie eben diese Checkboxen noch nicht haben und noch nicht sagen, die Rente ist safe, die Hütte ist abbezahlt, jetzt kann ich mich nach hinten lehnen, sondern man muss schon sich Gedanken machen, wie das so weitergeht. Das ist für mich ein Prozess des Älterwerdens im Musikbusiness, dass ich mir diese Fragen stelle. Und ich habe jetzt keine Antwort drauf, was jetzt der richtige Weg ist irgendwie. Ich kann nur sagen, dass es mich ein bisschen entspannt hat, noch ein weiteres Standbein nebenbei zu haben. Ich habe das nicht deswegen gemacht, das hat sich so ergeben bei mir mit dem Flipped, aber... Naja, es macht total Sinn, weil man muss ja auch, was wirklich sich durchzieht als Musiker, ist, glaube ich, dass in dem Business eher schnelllebig ist. Also in den meisten Fällen bist du als Musiker, glaube ich, mit einer Branche in Verbindung, die sich schnell ändern kann. Der Künstler wird nicht mehr gehört, die Einnahmen fallen und es macht weniger Sinn, noch 8 Leute in der Band zu haben, wir machen es als Trio oder sowas. Also du bist relativ... Wir gehen ohne Backing-Sängerin oder ohne Bläser auf Tour, das ist ja auch mal so ein... Genau. Das zum Beispiel, also man hat, der Stuhl wackelt immer so ein bisschen. Ne? Bei Sing My Song, klar, es sind viele Kosten, es kann immer sein, dass man dann einfach nur mit einer kleinen Besetzung unterwegs ist. Es kann immer sein, dass ein Teil der Band dann raus muss oder so. Also man hat eigentlich jedes Jahr immer so, also nicht jedes Jahr, aber man hat immer regelmäßig so das Gefühl, vielleicht bin ich der Nächste, der hier rausfliegt oder so. Und hast du einen Plan B? Und dann hast du einen Plan B. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich da ein bisschen breit aufstellt, egal was ist. Ja, das meine ich. Also konkret du. Ich persönlich, Butter bei die Fische. Ja, ich rede immer so viel außenrum. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe 1 Million Plan Bs. Ich habe vor lauter Plan Bs manchmal gar nicht mehr so den genauen Überblick, was für einen Plan A ich eigentlich habe. Aber klar, mein Plan A sind meine Hauptjobs, die ich als Musiker habe, von denen ich lebe. Aber ich mache natürlich, im Moment habe ich mich extrem auf YouTube konzentriert. Mit YouTube Geld zu verdienen ist eigentlich fast unmöglich. Es sei denn, man gibt so richtig Vollgas, macht es Fulltime. Es ist eigentlich, glaube ich nicht, dass ich das so weit schaffe. Mhm. Ich mache es aber trotzdem, weil dadurch immer viel zurückkommt. Okay. Und ich versuche es auch ein bisschen professioneller zu machen und ich versuche da einfach auch viel zu lernen. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo sich viele Sachen auch schon festsetzen, aber ich wehre mich dagegen. Also ich mach ständig neue Fässer auf und versuche neue Sachen zu lernen. Cool. Und ich versuche neue Sachen zu lernen, nicht nur, weil ich denke, da kann was Neues zurückkommen, sondern einfach auch, weil es mich interessiert. Mich interessieren einfach Sachen. Ich übernehme mich da fast ein bisschen und muss manchmal sagen, ich sortiere mich lieber mal ein bisschen, konzentriere mich auf eine Sache ein bisschen mehr und lasse vielleicht eine Sache mal weg. Fotografieren zum Beispiel ist eine Sache, die habe ich ewig extrem gemacht. Das hat mich so interessiert, dass ich mir hätte sogar vorstellen können, Fotograf zu werden. Ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ich wieder mehr bei der Musik bin. Das sind auch so Phasen natürlich, die dann kommen. Aber in diesen Bereichen bin ich auch irgendwie besser geworden. Ne? Und jetzt ist für mich halt natürlich Videos, YouTube und Content zu bringen. Und da muss man natürlich auch sich mit beschäftigen. Das kann man nicht einfach so. Ne? Das ist eine Menge Arbeit und so. Man muss ein bisschen planen. Aber da bin ich auch wesentlich besser geworden. Ich merke dann an mir auch Fortschritte. Aber am Ende ist es natürlich dann schon gut, wenn ich was finde, wo ich auch merke, es kommt was zurück. Man muss manchmal halt auch viele Sachen ausprobieren, dass man merkt, womit resoniert auch meine Umgebung. Mhm. Wo reagieren Leute auf mich? Weil du kannst nicht immer wissen, worin du gut bist. Du musst Sachen ausprobieren. Mhm. Und das lege ich auch jedem ans Herzen. Egal wie alt du bist, probier Sachen aus. Fang einfach an rumzuspinnen und guck mal, was passiert, wie die Leute darauf reagieren. Mhm. Wenn niemand darauf reagiert und jeder so sagt, so, ja, okay, dann kann ich immer noch sagen, so, vielleicht bin ich da gar nicht so gut drin, ich mache was anderes. Mhm. Und dann auch immer wirklich zu sagen, okay, 180 Grad, andere Richtung. Und, aber ich bin da echt neidisch, wenn ich das so höre, dass du so diese Zeit hast, sozusagen zu überlegen, ey, welche Fässer kann ich noch aufmachen? Ja, die Zeit habe ich nicht, ja, die Zeit muss man sich ja dann nehmen. Ich habe bei mir zum Beispiel das Gefühl, gerade dadurch, dass ich Kinder habe, ich schaffe das gerade mal im Hier und Jetzt zu leben, meine Jobs zu machen, die gerade da sind. Aber frag mich mal, was ich für nächstes Jahr geplant habe oder so. Oder irgendwie, gut, ich habe das Masterstudium schon ganz bewusst gemacht mit, was ist, wenn ich älter werde und so. Ja. Aber dann, ich denke aber nicht viel darüber nach. Sollte ich vielleicht. Gut, ich habe keine Kinder, ich kann vielleicht in die Ausbildung meiner Kinder investieren. Vielleicht haben die irgendwann gute Jobs und können mich dann durchfüttern. Das heißt, Alter, für dich, das Master gibt dir einfach so eine gewisse Sicherheit im Kopf, oder so ein bisschen, ja. Also gerade vielleicht, also unterrichten an einer Musikschule oder sonst wo, brauchst du ja jetzt nicht unbedingt einen Masterabschluss. Aber vielleicht, wenn ich wirklich irgendwann an die Schule gehen möchte, die Optionen
besteht und dadurch, dass so ein Lehrermangel ist, sind ja viele Bundesländer mittlerweile auch so weit, dass man sogar verbeamtet werden kann oder ich ins Referendariat gehen könnte sogar mit meinem Masterabschluss. Das gibt mir schon ein bisschen Sicherheit, muss ich sagen. Aber ich glaube, sonst wäre ich auch nicht so entspannt. Du hast schon recht, es ist schon natürlich ein krasser Unterschied, ob jetzt wie ich bin in einer Beziehung, aber ich bin alleine, wir haben keine Kinder. Ich kann natürlich einen ganzen Tag mich um meine Kreativität kümmern. Ne? Das Kind im Manne kannst du dich kümmern. Eigentlich ja. Ich bin schon so versucht zu gucken, wie spät ist es, wann kommt mein Kind von der Schule, wie viel Zeit habe ich noch, weißt du? Ja, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Ne? Und ich habe einen Wahnsinnsrespekt davor, wie du das alles machst. Ich meine, wir kriegen das ja immer auch mit, wie du manchmal nach dem Auftritt dann wirklich heimfährst, um für deine Kids da zu sein. Und ich finde, das ist wirklich, das ist schon eine krasse, Energieaufwand. Und man merkt auch, wie wichtig dir das ist. Und also das ist schon krass und da kann ich nicht mitreden. Ne? Ich meine, bei mir, ich bin da ein bisschen freier. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das respektiert, dass wenn Leute Familie haben, dass man einfach auch immer weiß in dem Job, okay, die müssen auch für ihre Familie da sein. Ne? Und das, du hast meinen ganzen Respekt, dass das da so, dass du das so durchziehst. So, ne? Also, ja. Cool. Aber habt ihr mal Situationen gehabt, wo ihr entweder mit auf der Bühne wart oder jemanden auf der Bühne gesehen habt, wo man so gedacht hat, okay, das ist jetzt einfach total outdated. Es ist einfach oder so schade vielleicht sogar zu sehen, dass der oder diejenige das immer noch macht, obwohl es nicht cool ist. Habt ihr solche Erfahrungen? Ja, ich kann gerade aktuell erzählen. Also ich singe... Namen? Nee, es geht um mich. Ach so. Es geht, ich singe aber so ein Projekt mit, das heißt 6K United. Ah. Da kommen ja 6.000 Kinder pro Stadt sozusagen in eine Arena. Die bereiten sich ein halbes Jahr auf dieses Riesenkonzert vor. Da kommen wir als Band, wir sind glaube ich 16 Leute auf der Bühne mit Streichern und Bläsern und also eine fette Band. Und wir machen dann ein Konzert zusammen. Ne? Arena natürlich immer ausgebucht, weil wenn jedes Kind Mama, Papa, Oma, Opa mitbringt, ist einfach ein super Konzept eigentlich. Aber es ist natürlich voll die Popshow, ne? Mit Choreos, mit Bewegungen. Sowieso auch Choreos, die ich mit den Kindern mitmache. Aber auch, wir haben dann Band-Medleys, wo wir dann echt also Sachen machen, wo ich mich dieses Jahr, also ich bin jetzt gerade von der Tour zurückgekommen, gefragt habe, Alter, das ist eigentlich voll peinlich, dass ich da jetzt stehe und das mache. Es hat sich echt so ein bisschen wie verkleidet angefühlt, ne? Ah, okay. So, und jetzt hier, solche Moves, das bin ich nicht eigentlich. Darauf falle ich nicht rein, mein Freund, dafür kenne ich dich doch schon so lange. Sag mal so, es lohnt sich, unseren YouTube-Podcast zu gucken, wenn Lena hier gerade rumtanzt. Nee, aber da habe ich wirklich das zum ersten Mal gedacht, so, ey, ich glaube, das ist jetzt peinlich, dass ich hier als alte Frau gefühlt, im Gegensatz, weil du einfach die ganzen jungen Gesichter um dich herum hast, und dachte wahrscheinlich, jeder, der mich sieht, denkt, Alter, geh da runter, mach Platz für die nächste Generation, oder kann ich nicht loslassen? Und jetzt bei der Frage, mache ich das nächstes Jahr nochmal? Ich habe da noch nicht ganz so eine Antwort. Ich will es voll eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich Platz machen müsste. Ist ja auch so ein Thema, ne? Wo macht man vielleicht mal Platz für die nächste Generation? Wow. Also mit 37. Nein, aber das würde ich in einer anderen Band, andere musikalische Richtung nicht sagen. Ne? Ja, ja. Aber in manchen Bereichen ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt zu sagen, und jetzt mache ich Platz und der Nächste kann ran. Vielleicht, aber ich glaube, da bist du noch nicht. Ich glaube, das Ganze noch locker 10 Jahre mindestens durchziehen. Aber du hast recht, ich meine, man sieht so viele auch berühmte Stars, wo man sagt, vielleicht ist es jetzt sinnvoll, mal zu sagen. Ja, kann man das noch abkaufen jetzt irgendwie, ne? So. Aber da ist natürlich das auch viel Geld im Spiel, ne? Das ist halt auch dieser. Also ich finde zum Beispiel ich bin ja auch Rockhörer und kriege immer so ein bisschen, also ich bin jetzt kein Fan, aber ich finde von Mötley Crüe zum Beispiel, das ist so ein Thema, das ist so eine Band, finde ich, die ich will jetzt ja nicht irgendwie den Hass von Mötley Crüe Fans auf mich ziehen, aber das Ding ist meiner Meinung nach sehr outdated und müsste eigentlich runter von der Bühne. Müsste ich mir mal angucken, ich habe gar keine Ahnung, was machen die denn? Naja, das ist natürlich Hair Metal gewesen und auch ein schön, wie soll ich sagen, Drugs, Sex, Rock'n'Roll, Lifestyle und auch mehr. Aber wenn das vor allen Dingen sängermäßig einfach schwierig wird, weil das nicht mehr gekonnt ist einfach. Und da kommt natürlich auch viel vom Band mittlerweile. Gab es riesen Shitstorms gerade, weil irgendwie Drums und Bass offensichtlich pre-recorded waren. Oder also so gibt's da, zerreißen nicht alle Leute die Münder drüber. Jetzt ist der Gitarrist ausgestiegen, weil er nicht mehr touren kann, weil der so eine Rückenthematik hat, so eine scheiß Krankheit. Und da sind jetzt irgendwie Rechtsstreit, weil der ausgestiegen ist, die wollen nämlich auszahlen und so, bla bla bla. Aber ich meine vor allen Dingen auch
dass Sänger noch singen, obwohl sie es eigentlich nicht mehr können. Auch die hohen Töne nicht mehr kriegen. Das ist ja häufig in diesem Rockbereich. Da gibt es ja viele Beispiele, ne? Genau. Wo man denkt, ah, du hättest vielleicht vor 10 Jahren schon einfach deine letzte Tour spielen genau, sollen. Und das soll jetzt, ne? Aber trotzdem, man steckt ja nicht in der Haut und die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, und wenn die nichts anderes gemacht haben ihr Leben lang und dann will man vielleicht mal die letzte Tournee nochmal mitnehmen und nochmal die Millionen einsacken, um dann weiterleben zu können, so ungefähr. Aber da gibt es für mich schon Punkte, auch bei großen Acts, ne? Das wäre jetzt nur ein Beispiel, wo man so denkt, okay, das ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen so, ich gucke mir das Video an, weil es wie ein Unfall funktioniert und nicht, weil es geil ist. Irgendwie. Ja, also so gibt es manchmal so. Dass ja, ich meine, ey, wer weiß, vielleicht, wenn du so ein Star bist und du merkst wirklich, okay, ich bin eigentlich raus, ich höre jetzt auf. Und dann kommt irgendein Produzent, der will das Ding wieder hochleben lassen und bietet dir Geld. Und dann kommt wieder der Punkt, ab wann bist du bestechbar? So, oder wann, ab wann kann man dich locken? Ne? Und ich glaube, du kannst, oder das ist glaube ich auch in der Regel so, dass du jeden Menschen dazu bringen kannst, irgendwas zu machen, was er nicht will, nur die Geldmenge muss dementsprechend passen. Also ab einer bestimmten Menge sagt jeder dann ja. Machst du dich zum Affen, obwohl du eigentlich so alt dafür bist? Ich glaube, das passiert oft, ja, dass die Leute eigentlich sagen, nee, ich fühle mich nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr in der Lage und ich sehe mich da auch nicht mehr. Und dann kriegst du so viel Geld geboten, dass du es dann doch machst. Und dann passiert, glaube ich, sowas. Dass Menschen sich nicht mehr wohlfühlen auf der Bühne und das eigentlich machen wollen. Muss nicht sein, aber ich glaube, das passiert. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Geld ist, was lockt, sondern einfach, dass Leute ihr Leben lang gewohnt sind, Anerkennung zu kriegen für das, was man macht. Ich meine, wenn man, wir merken das ja auch in der Corona-Zeit, dann stehst du mal länger nicht auf der Bühne. Ey, wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Ich finde, das ist, glaube ich, auch was auf Leute im Alter werden auch dann echt schwer loszulassen, seine Identität zu finden. Jetzt nicht nur über das, was ich immer gespiegelt kriege und bejubelt zu werden. So, ne? Aber ja, noch ein Thema, was ich gerne anschneiden würde, ist, mein Eindruck ist, dass das in verschiedenen Genres unterschiedlich ist. Zum Beispiel, wenn man sich Jazz anguckt, damit meine ich jetzt vielleicht nicht die Jazzsängerinnen, wo die ja auch, oder Instrumentalistinnen, die vielleicht auch eine Zeit lang mal, weil sie jung und hübsch sind und viel Elan haben, irgendwann mal berühmt werden, sondern es gibt im Jazz, finde ich, eine geringere Altersgrenze. Es gibt alte Leute in Grau, die mit ihrem ganzen Wisdom wunderbar bis in die 80er auf der Bühne stehen und die Leute kommen und hören sich das an, weil es einfach total geil ist. In der Popmusik ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders. Da habe ich den Eindruck, dass es schwieriger ist, lang auf der Bühne zu stehen. Ist ja klar, warum das so ist. Ist ja klar. Ich meine, bei Jazz ist die Hauptpriorität darauf gelegt, wie kompetent jemand ist oder welche Ausstrahlung er hat oder wie gut jemand ist. Mhm. Und bei Pop geht es halt um Äußerlichkeiten oft. Mhm. Und das Hauptaugenmerk ist einfach auf das Äußerliche. Wenn du als Pop-Act wahnsinnig gute Gitarrensolo spielst, das interessiert niemanden eigentlich. Mhm. Wenn du als Jazz-Act wahnsinnig hip aussiehst, aber nicht gut spielst, dann wirst du da nicht lange meistens akzeptiert. Nicht. Oder? Deutschland hat die Tendenz, meiner Meinung nach, auch im Jazz, dass es da auch so ein bisschen so ist. Ja. Wir nennen schon jetzt keine Beispiele. Nee, will ja gar nicht, darum geht es mir nicht. Aber einfach grundsätzlich, aber ja, ich teile das eigentlich, wie du sagst. Das sehe ich nämlich auch so. Und in der Klassik ist jetzt nicht mein Metier, aber auch da habe ich den Eindruck, dass es nicht so eine große Rolle spielt. Und das finde ich eigentlich spannend. Also, dass man sich auch überlegt, es gibt Bereiche in der Musik, wo das Alter vielleicht ein bisschen weniger eine Rolle spielt als in anderen. Naja, ich meine, Jazz, Klassik ist einfach zeitloser. Ich meine, wie schnell verändert sich diese Musik und wie schnell verändert sich die Popmusik? Da musst du ja, ich denke mal, das ist genau das Ding einfach. Spielt auch mit eine Rolle. Ja. Ne? Aber es ist interessant, weil ich finde das Thema interessant, in welchen Musikstilen kann ich, sagen wir mal, lange, mein ganzes Leben lang relativ glücklich damit sein, was ich als Musiker liefern kann. So, ne? Finde ich eine interessante Frage und deswegen ich persönlich, also ich wusste schon ganz früh, dass ich Musiker werden will, Gitarrist, der beste Gitarrist, der ich werden kann und ich will es ganz lange machen, so lange wie es nur geht. Das wusste ich relativ früh. Ich habe mich dafür entschieden und habe dann da eigentlich relativ schnell angefangen, darauf hinzuarbeiten. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt diese Jazzmusiker angucke, das ist wirklich so ein lifelong experience. Also wenn du John Scofield anguckst, der Mann, der wird, ich habe sein Alter nicht gecheckt, aber der wird auch auf die 80 zugehen. Meinst du schon, ja?
Ja, hier ist Anfang 70 gedacht. 70, auf jeden Fall, ja, in, ja, 70er irgendwo. Der Mann ist immer noch hip. Ja. Der ist immer noch, ja, der komponiert tolles Zeug. Der ist mit jüngeren Musikern, steht er auf der Bühne, ja, die überhaupt nicht das Gefühl vermitteln, da steht jetzt ein alter Mann auf der Bühne, sondern, mhm, die schauen alle zu ihm auf. Und vor allen Dingen ist es nicht so, dass die sagen, okay, es ist outdated, aber er spielt jetzt bei uns mit, weil es irgendwie cool ist, sondern die sagen immer noch, krass, es ist immer noch hip, was der spielt. Mhm. Das ist immer noch cool. Und das ist für mich so ein super Beispiel, wie jemand im Alter noch wirklich einfach intellektuell und auch vom Mindset immer noch irgendwie hip ist und up to date. Also es gibt da viele gute Beispiele. Aber das ist auch dann Jazz, ne? John Scofield ist ja dann Jazz. Mhm. Oder zumindest Musik, die instrumental basiert, ist jetzt kein Popsänger, es ist halt jetzt ein Jazzmusiker. Ne? Ja, und die Frage ist auch, ich meine, wie viele Jazzmusiker können tatsächlich nur von der Musik leben, im Vergleich zu uns Popmusikern? Ja, das ist ja der nächste Punkt. Das leider für in die dem alt werden ist ja was ganz anderes als für uns. Ne? Genau. Die wissen, die werden wahrscheinlich ihr Leben lang auch unterrichten. Also ich will jetzt keine Klischees so bedienen, aber... Ja, und John Scofield ist jetzt ein krasses Beispiel, weil genau, er super genau, berühmt aber ist. Sag ich mal... Ja, stimmt. Ja. Genau, ja. Unsere Kollegen gucken, die eher im Jazzbereich unterwegs sind. Ne? Ja, das ist ja auch, um es ja, vielleicht mal so abzuschließen, wir gehören zu einer großen Szene, die, sagen wir mal, nicht so bekannt ist vielleicht oder zumindest international nicht so bekannt oder auch in Deutschland eher so, so nicht wirklich im Untergrund, aber irgendwo in der Mitte sich bewegt, sage ich mal. Ne? Und dann die meisten Leute sehen ja, sagen wir mal, nur die Phänomene, die wirklich bekannt werden. Mhm. So, ne? Und daran misst man natürlich viel. Ne? Aber wie groß diese Masse ist an Menschen, die jetzt so wie wir von der Musik leben. Musikarbeiter, ja, ist vielleicht so der Begriff. Oder aktive Berufsmusiker, die irgendwo dann auch mit berühmteren Leuten dann auf der Bühne stehen, aber die halt einfach von ihrem Job leben und da was machen. Und das sind ja extrem viele, aber die sind ein bisschen unterm Radar halt immer. Ne? Und das ist auch das, wo unser Podcast auch so lebt eigentlich und die Themen unseres Podcasts genau in diesem Bereich. Und ja, ich finde das super spannend, weil man hat ja dann in unserem Fall ein bisschen einen anderen Rhythmus oder man ist irgendwie, man denkt vielleicht ein bisschen anders als jemand, der jetzt schnell berühmt wird, mhm, und dann irgendwie gucken muss, wie die Karriere verläuft. Das ist ja auch ein ganz anderer Prozess. Mhm. Und bei uns ist es vielleicht auch ein bisschen längerfristig denken und gucken, dass man lange gut von seinem Job leben kann. Das war zumindest immer mein Ziel. Ich will von meiner Musik, von der Musik, die ich mag oder die zu mir passt, will ich einfach leben können. Ich muss jetzt nicht berühmt reich werden, wenn, dann okay, mhm, weil ich damit auch klarkomme. Aber ich will auf jeden Fall gut davon leben können. Mhm. Das war immer mein Ziel und das hat die letzten Jahre, 10 Jahre eigentlich gut geklappt. Ich habe für mich die Mission erfüllt und jetzt gehe ich von den 47 weiter und gucke, dass das besser wird oder zumindest so bleibt. Aber ich bin immer dabei, so dran zu arbeiten, dass sich irgendwas Neues auftut, dass es besser wird. Weil, mhm, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Wenn du nicht versuchst, besser zu werden, wirst du schlechter in unserem, mhm, Bereich. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das immer passieren muss. Ich glaube, es ist schon wichtig, immer zu versuchen, sich zu entwickeln und besser zu werden, mhm, anstatt stehen zu bleiben. Also, weil sobald du stehen bleibst, bist du eigentlich schlechter. Mhm. Es ist nicht so, dass du dann auch gleich bleibst, sondern du bist schlechter. Und dieses Mindset, besser zu werden, ist, glaube ich, immer wichtig und das hält einen dann auch im Alter, glaube ich, frisch, was, ja, du schon gesagt hast. Das ist das, was einen auch kognitiv und ja, vom Kopf her einfach auch, glaube ich, fit hält, dass man versucht, immer Neues dazuzulernen, versucht, sich zu verbessern auf seinem Instrument oder als Sänger oder als Songwriter. Oder so macht es dann ja auch Spaß, eigentlich alt zu werden. Also ich glaube, mir macht es Spaß, ja, und ich bin immer auf der Suche irgendwie und ich glaube, solange ich die Energie habe, werde ich die auch nutzen und mal gucken, wie es weitergeht. Also im Moment bin ich wieder sehr motiviert, Sachen zu machen, gerade was YouTube angeht und so. Mhm. Und ob das erfolgreich sein wird oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, generell ist es, du hast ja auch mit Flippert und mit deinen Sachen oder mit anderen Musikprojekten auch dann dich einfach da reingeknieten, reingehängt und Energie investiert. Und du musst, glaube ich, die Energie investieren in was, damit was Neues entstehen kann. Ich glaube, das ist immer... Das auf jeden Fall. Das ist für mich auch so ein Ding, zu Hause zu sitzen und zu hoffen, dass das Telefon klingelt. Mhm.
das ist nicht der Weg, wo ich mir denke, da werde ich erfolgreich sein. Mhm. Und das wird eher sogar weniger werden, glaube ich. Also das ist zumindest bei mir definitiv so, in der Zeit, wo ich 20, 30 war, habe ich 1000 verschiedene Sachen ausprobiert und man hat 1000 Anrufe bekommen von 1000 Leuten und hat alles mal so gemacht. Mhm. Und irgendwann wird das alles ein bisschen kanalisierter, etwas enger. Und dann rufen die Leute nicht mehr so viel an, weil man dann eben so bestimmte Bereiche hat, in denen man sich beruflich bewegt. Und umso mehr wichtig ist es dann, dass man selber Energie reinschickt, wenn man was Neues starten will oder wenn man sagt, das will ich jetzt ausprobieren. Ja. Bei mir war es mit der Fotografie ähnlich wie bei dir, sag ich mal. Du bist zwar der, ich finde, deine Fotosprache ist eine krasse, also du hast einen wahnsinnigen eigenen Stil. Mhm. Ich habe viel später aus Spaß mal angefangen zu fotografieren auf Tour, weil ich das so auch als zweites, ich wollte so ein bisschen eine Beschäftigung auf Tour haben, außer dem Rumhängen und so, hat mir das Fotografieren viel gegeben. Da habe ich relativ schnell so reingearbeitet, hatte auch mal Bock, das immer mehr damit zu machen, aber habe so gemerkt, dass es schon wahnsinnig Zeit frisst, wenn ich das gut machen will. Und das, die Zeit habe ich mir dann nicht weiter nehmen wollen, weil ich das in andere Projekte gesteckt habe. Und ich konnte das in der Form, ich mache es immer noch, wenn ich es brauche jetzt. Also handwerklich bin ich ein brauchbarer Fotograf, sage ich mal, für meine eigenen Dinge so. Aber die Zeit zu investieren, das wäre für mich jetzt eine falsche Investition gewesen, nachdem ich das so 2-3 Jahre ausprobiert habe. Dann habe ich dann doch lieber in andere Dinge investiert sozusagen. Aber diese Energie, die braucht man, glaube ich, wenn man, je älter man wird, dass man trotzdem Dinge noch pusht und neue Sachen versucht oder das, was vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, wieder rauszuholen, sei es ein Bandprojekt oder irgendwas, was man gerne macht, dass man da wieder anschiebt und nicht irgendwie hofft, dass irgendwie passiv was passiert. So, ne? Ja, ich glaube, wenn man so selber aktiv ist, dann kann man auch selber aktiv entscheiden, wie weit man mit dem alt werden kann. Ne? Und dass mich mir gar nicht sagen lasse von außen, ich bin zu alt für etwas oder nicht oder so, und dass ich das selber eigentlich. Ja, und vielleicht gibt es auch Leute, die total happy sind, wenn man das merkt, ich habe selber nicht die Energie, Dinge anzustoßen. Trotzdem bin ich ein guter Musiker. Und dann bin ich vielleicht super glücklich damit, wenn ich eine fixe Stelle habe. Sei es, ich bin angestellt als Lehrer oder beim Musical oder in so einem oder bei einer Big Band, Radio Big Band oder so. Das ist natürlich auch ein hohes, schönes Niveau, aber es gibt ja von bis. Aber vielleicht gibt es eben auch die Leute, die sagen, ich brauche eine Sicherheit, weil ich selber diesen Output nicht habe, selber nicht anstoßen will. Den hatte ich vielleicht früher, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich habe nicht mehr diese Energie und deswegen gehe ich in eine Situation rein, sei es eine Anstellung oder irgendwas Fixes, wo ich nicht mehr diese Notwendigkeit habe, immer anzustoßen. Und da gibt es ja auch dann, das kann sein, dass man das irgendwie bei dir, wenn du sagst, okay, ich irgendwann in 15 Jahren, wie auch immer, vielleicht kommt eine Stelle, wo du sagst, jetzt will ich unterrichten und dann bist du aus dem Tour-Ding raus. Und dann ist es vielleicht eine logische Weiterentwicklung, die zu der Familienplanung auch passt oder wie auch immer. Ja. Deswegen finde ich es extrem spannend, wie so die Entwürfe sein können und wann solche Wechsel stattfinden. Vielleicht war aber durch Covid auch bei einigen von uns da mal Zeit, darüber nachzudenken. Bei mir war es zumindest so, dass Covid bei mir extrem viel ausgelöst hat. Und man hat mehr hinterfragt, ich habe mehr hinterfragt, als ich es vorher getan habe. Das ist ja das Gute an Krisen manchmal, dass man es auch hinterfragt. Ja. Und in jeder Krise kann man dann, auch wenn sie noch so schlimm ist, vielleicht irgendwas rausziehen, was man da lernt. Und das war in dem Fall schon eine krasse Erfahrung, auf jeden Fall. Und alles hat auch so seine Berechtigung irgendwie. Also was ich meine, ich habe früher, ich fand diesen Gedanken nicht so attraktiv. Ey, wenn ich alt bin, ja, dann gehe ich nicht mehr auf Tour, sondern dann gehe ich unterrichten. So. War jetzt nicht etwas, womit ich jetzt hausieren gehen würde, weißt du? So mit diesem Gedanken. Aber eigentlich zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn einer sagt, ey, das ist für mich einfach zu viel Struggle, zu viel Hustle. Ich nehme den festen Job an, dass es auch nicht verurteilt wird. Ne? Was ja doch auch ganz schnell in der Szene passiert. So, ach, der geht jetzt nur noch unterrichten, der macht jetzt nur noch das. Sondern, dass man sich selber irgendwie treu ist, auch seinem Lebenskonzept, wofür man sich entschieden hat, dass es halt passt. Und dass man halt, wie du vorhin gesagt hast, zufrieden ist. So, ne? Wo sehe ich mich, wenn ich alt bin? Was brauche ich dann, um dann zufrieden zu sein? Hast du mal darüber nachgedacht, deinen Bart schwarz zu färben? Fällt mir, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe gestern ein Video. Never ever. Nee, pass auf. Frau ist so sexy bei Männern. Ah, ja, ich ist so. Voll ab.
Nee, ich habe ein Video gestern gesehen von Steve Lukather. Ja. Steve Lukather, Gitarrist, sehr berühmter Typ, früher mit Toto oder immer noch mit Toto, aber halt auch Michael Jackson gespielt, ein Wahnsinns, einer von diesen typischen LA-Vorzeige-Gitarristen. Und Steve Lukather hat eine Zeit gehabt, wie viele Männer in diesem Rock-Business, die sich die Haare und den Bart so mit so einem sehr auffälligen, zu dunklen Schwarz gefärbt haben, obwohl eigentlich klar war, der ist total grau eigentlich schon, ne? Und jetzt, so seit 2 Jahren oder so, ist Steve Lukather komplett grau und lässt es jetzt zu und sieht meines Erachtens auch nicht scheiße. Also ich meine, er ist kein wunderschöner Mensch. So. Ja. War er noch nie. Sieht aber noch nicht schlimmer aus. Nein, aber sorry, Luke. Ich finde es total okay. Ich nehme es nicht persönlich, war nur Spaß. So im Metal oder im Rock ist es dann häufig so, dass man so sieht, ah, der Schnörzer ist auch noch schwarz gefärbt und hier die Koteletten sind schwarz gefärbt, obwohl er drunter ein ergrauter Typ ist irgendwie. Und ich finde es spannend, dass man diese Überlegungen, ich meine, ihr Frauen, macht euch schön, macht euch Schminke, färbt euch vielleicht auch die Haare, aber den Männern, Bart voll. Nee, ich finde das aber auch ein Thema, da, weil man so denkt, ich muss jung aussehen. Ich muss jung wirken. Mhm. Und ja, finde ich einfach spannend, wie manche Leute, wann man dann die Entscheidung trifft, jetzt färbe ich mich nicht mehr schwarz. So. Kommt vielleicht darauf an, wie viel Selbstbewusstsein man hat, ne? Ich weiß es nicht. Zu dem zu stehen, wie man ist. Das wäre eigentlich meine Frage an Steve Lukather. Ja. Alle reden immer nur über Sound und über... Ja. Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet. Ich finde es komisch mit dem Färben. Ich finde, es sieht komisch aus. Ich finde es eher so, wenn das natürlich grau ist, finde ich es manchmal schöner, als wenn das so gefärbt ist. Also, aber das ist meine Meinung. Ich meine, vielleicht sehe ich auch total altbacken aus jetzt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du trägst immer so bunte Hemden noch für mich. Ich warte immer, was Axel sagt. Axel ist mein Styleberater. Wenn er sagt, jetzt kannst du langsam mal deinen Bart färben, dann mache ich das. Kannst du bitte seinen Cap aufsetzen? Hast du ja. Ich habe mit langen Haaren kann ich lass die jetzt wieder abschneiden, damit ich meinen Hut wieder aufsetzen kann. Es geht nicht. Wenn ich mit langen Haaren einen Hut aufsetze, sieht aus, als wäre unten drunter was explodiert. Ja. Weißt du, weil ich habe ja nicht so dünne Haare wie so James Bay, die so schön fallen. Bei mir macht so. Ja, ich habe es gesehen in Südafrika. Ja, das geht so eigentlich. Eigentlich bin ich überhaupt nicht für lange Haare gemacht. Aber es ist ein anderes Thema jetzt. Aber das ist ziemlich hip mit dem Zopf hier. Ja. Jetzt haben wir noch ein Thema. Total hip. Johnny Depp ist ja gerade auf Tour. Ja. Mit seinen alten Kumpels, Hollywood, ne? Vampires. Krass. Das sind ja so alte Rochen. Habt ihr gewusst, dass Johnny Depp erst Musiker war, bevor er Schauspieler war? Genau, das ist nämlich echt krass. Und das ist so ein Thema. Ich meine, es gibt ja diese ganzen alten Bands. Wir haben eben schon mal kurz über Mötley Crüe gesprochen, Aerosmith und so diese riesen Giganten einfach. Ne? Mhm. Bei Aerosmith muss ich zum Beispiel sagen, ich finde eigentlich, dass die in Würde gealtert sind. Joe Perry, Steven Tyler, wie sie alle heißen. Klar, die sind auch so ein bisschen berufsjugendlich und haben ihre langen Matten und die, immer noch die 70s-Hosen und alles am Start. Aber irgendwie bei denen nehme ich es komplett ab. Mhm. Und die Vampires ist so eine Oldschool-Band mit, wer ist noch dabei? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne die gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist natürlich, weil Johnny Depp so jetzt auch der Star ist, kommen da viele Leute und die touren jetzt eben auch immer mal wieder in Europa. Da Johnny Depp aber, war ja auch mit Jeff Beck auf Tour jetzt, ne? Ja, ziemlich lange. Waren die in Deutschland sogar? Ja. Jeff Beck, glaube ich, ja. Genau, vor seinem Tod, so das letzte Jahr, war Johnny Depp immer mal wieder bei Jeff Beck dabei. Mhm. Und aber ich finde das auch so, das ist halt, bei Johnny Depp habe ich so einen Eindruck, das ist vollkommen egal, wie alt der ist. Mhm. Das finde ich einfach geil. Ich meine, man kennt ihn als Schauspieler, das ist einfach ein Charakter, genau. Und das ist, finde ich spannend, das zu sehen. Das ist als Schauspieler, ja, als Musiker kenne ich gar nicht so viel von ihm. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wenn er Gitarre spielt, das habe ich dann, also, ich weiß nicht, nie so gehört eigentlich. Nee, ich finde es auch nicht wahnsinnig spannend, was er da spielt auf der Gitarre. Ich finde nur einfach, die Erscheinung ist mir wurscht, wie alt er ist. Mhm. Ich finde es cool, dass jemand das einfach überhaupt macht. Mhm. Und also überhaupt nicht, der macht zwar so ein bisschen so seine Posen und so Rock-Style und so, würde ich jetzt aber gar nicht als affektiert oder so beschreiben, sondern einfach nur, okay, der macht das einfach und es ist mir vollkommen wurscht. Und die Leute kommen und finden es auch cool. Und deswegen, das finde ich einfach ein interessantes Beispiel, dass da jemand, der, weiß nicht, wie alt der jetzt ist, auf jeden Fall auch Mitte 50 oder so,
Mitte 50. Mehr, ja. Das gibt, ich habe hier noch ein paar andere rausgeschrieben, weil das fand ich interessant. John Mayer wird jetzt auch 45. Ne? John Mayer ist ja auch eigentlich so ein Jugendstar. Vor allen Dingen, wer ein Jugendheld damals war, ist Eddie Vedder, Pearl Jam. Ja. Er ist jetzt 58. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Keith Richards ist 79. Hast du gewusst, dass wenn die Töchter von Keith Richards sterben, dass er alles erbt? Den hast du aber schön vorbereitet. Ja, den habe ich irgendwo mal gelesen. Ich fand ihn irgendwie gut, weil Keith Richards wahrscheinlich noch mit 180 irgendwo stehen wird und Rockgitarre spielen wird. Blöder Witz. Aber irgendwie, der hat ja zwei Töchter, glaube ich, ne? Und die sind mittlerweile 25. Und wenn er dann 210 ist, dann kann das sein, dass die dann, na egal. Auf jeden Fall Bon Jovi 61 habe ich auch rausgefunden. Auch ein Thema, wenn man sich die gesanglichen Situationen bei Bon Jovi anhört in der letzten Zeit. Ja. Bisschen tricky alles. Also ich will jetzt ja nicht irgendwie rumbashen, aber ich glaube, die stellen sich auch die Frage, sind wir zu alt? Ist halt auch bei der Rockmucke, wenn so so hoch singen muss. Der hätte lieber mal vor 10 Jahren so ein Modelabel. Ja, der hätte vielleicht auch vor 10 Jahren lieber so ein Modelabel gründen sollen, wie viele andere dann irgendwie auch dann zweigleisig oder dreigleisig unterwegs sind. Ne? Also hat er doch wahrscheinlich auch. Ich glaube, der hätte die Schäfchen. Warum muss er wieder singen? Wer jetzt? Bon Jovi. Bon Jovi? Ey, übrigens, das einzige Poster, was jemals in meinem Kinderzimmer hing. Bon Jovi. Wirklich? Immer noch? Ich würde mal sagen, früher. Immer noch. Das mit meinen Kindern. Was sagen denn deine Kinder, wenn die dich auf der Bühne sehen oder in den Projekten, wo du dabei bist? Die haben ja jetzt auch uns schon ein paar Mal gesehen und so. Kommt da mal irgendwie sowas, die alten Säcke, oder kommt da mal irgendwie so ein Kommentar in Richtung Alter? Ich glaube, dass meine Kinder das immer alles so ein bisschen, die sind alle schon so ein bisschen älter und auch Mama, du ja auch, bist ja jetzt auch nicht irgendwie so mega hip. Aber als ich dann bei The Voice vor 1,5 Jahren mitgemacht habe und da natürlich auch so die Klassenkameraden von meinen Kindern und so das dann gefeiert haben, war The ich Voice auf einmal Senior. Für mein, was sagst du? The Voice Senior. Du Vogel. Ist auch cool. Ouch. Geriatric Voice. Komm, du bist mein unser Alter, du bist ja 10 Jahre jünger als wir. Ja. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass die dann so gecheckt haben, das ist ja alles gar nicht so langweilig und so alt, sondern ist ja eigentlich ganz cool. Und wow, meine Freunde kennen alle Nico Santos und meine Mama hat mit Nico Santos gearbeitet. Ich muss mal bei Mark Forster bewerben. Einfach mal anrufen, Bewerbung schreiben. Ich habe eine coole Story noch zum Alter werden, fällt mir gerade ein. Mein Vater war auch Musiker, der hat so Dixie-Zeug viel gespielt. Ich kann mich sehr gut erinnern. Dann bin ich mit irgendwann mal, darf ich mir das Auto leihen, um in die Schule zu fahren, so in meiner Abi-Zeit oder so. Ja, klar. Und dann habe ich die Karre genommen. Das war aber noch außerhalb von Handy-Zeiten so, und bin in die Schule gefahren. Und bin dann irgendwann nachmittags nach Hause gekommen und dann meine Mutter, ja, da hat irgendwie so ein Typ angerufen, einer von den Mitmusikern vom Wochenende. Der hat seine Zähne bei uns im Auto vergessen. Das war der Trompeter, der hat ein Gebiss gehabt. Und ich bin mit dem Auto weggefahren, habe mich gesehen, dass auf der Rückbank lag das Gebiss von dem Trompeter. Ohne Gebiss das Auto verlassen. Das war dann irgendwie auch ein paar hundert Kilometer weit weg und dann mussten wir das per Post die Zähne schicken. Irgendwie. Und das sind halt die Sachen, die kommen im Alter dann dazu. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Und man muss dann mal zwischendurch von der Bühne runter und mal aufs Klo und so. Die Blase wird schwächer und so. Das sind halt die Probleme, die man dann hat. Dieser Podcast richtet sich übrigens nicht nur an ältere Menschen, ne, wie uns, sondern auch an Jüngere. Denn man hat festgestellt, dass jüngere Menschen auch älter werden. Oh. Es ist wirklich so. Wir waren ja auch mal jung. Worauf willst du jetzt hinaus? Ja. Ich will damit einfach sagen, dass auch jüngere Menschen diesen Podcast hören dürfen. Denn wenn es um das Thema Älterwerden geht, gerade für jüngere Menschen vielleicht interessanter mal zuzuhören. Weil ich hätte gern früher mal jemanden gehabt, mit dem ich darüber einfach mal hätte reden wollen. Ja, absolut, absolut. Das ist dann unfassbar. Du merkst, du biegst so ein bisschen auf die Zielgerade ein, damit irgendwie so. Wir müssen ja rauskommen hier aus dem Thema. Ja. Und ich möchte auch einfach nur nochmal Danke sagen an alle, die zuhören. Und vor allem Danke sagen an Lena, die heute da war, die extra hergekommen ist, den weiten Weg bei Wind, Schnee und Eisglätte hierher gekommen ist, bei 36 Grad hier in meinem Studio zu schwitzen. Vielen Dank, dass du da warst. Echt cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Schön mit euch. Schön, dass du dich darauf eingelassen hast, mit uns zu quatschen. So spontan. Auch mit so alten Säcken. Vor wenigen Tagen erst beschlossen, dass wir das tun. Ja. Und ich glaube, wir haben uns noch nie so jugendfrei unterhalten. Jugendfrei? Das stimmt. Wir können ja alles, wir haben ja alles rausgeschnitten, was nicht jugendfrei ist. Ja. Normalerweise driftet man ja schon eher schnell ab. Das liegt aber eher. Ich bin total stolz auf euch.
Ja, das war unsere fünfte Folge von Axel, MV und Lena, Wir und die Musikwelt. Axel, MV, Lena, das ist noch länger das Wort. Wir spielen unser Lied wieder und die Lena hat sich natürlich den Startton gemerkt. Deswegen wir. Wir sind zu Hause. Nee. Knapp vorbei. Geht los, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die ging. Aber. Wir fangen erstmal an, du kommst dann rein. Gettet. Obwohl du das nicht studiert hast. Darf man das eigentlich? Darf man das so halten? Oh. Lade ich mich für den nächsten Podcast auf Jazz. Cool. Schön, Jungs. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Cool.